So, Sanyasalangere Shem, herzlich willkommen zu unserem Let's Play Viva la Queer Bar. Hinter Michael steht schon so schön. Nochmal deinen Kopf, genau. Cheers, Queers! Ich hoffe, ihr habt etwas Gutes zu trinken und euch Knabberzeug bereitgestellt. Wir spielen eine Session Viva la Queer Bar. Andrea ist mit bei mir. Letztes Mal schon am Freitag im Talk zu Viva la Queer Bar gesehen mit der Sandra. Daneben Jasmin. Genau, unter ihr Michael. Und ich darf heute auch mitspielen. Wie schön. Genau, und ich würde sagen, ihr dürft gleich gerne noch selber was zu euch sagen. Andrea, du bist schon erprobt. Vielleicht fängst du einmal an zum Vorstellen. Ja. Und bis dahin kann uns der Chat Bescheid geben, ob man uns denn auch gut hört. Genau. Genau. Ja, hi, ich bin Andrea, sie ihr Pronomen. Ich bin eine der beiden Designerinnen von Viva la Queer Bar. Ich bin die Verlegerin von Plot Bunny Games, wo das Spiel rauskommt, was jetzt im Crowdfunding ist, hint, hint. Und ich freue mich total, mit euch Viva la Queer Bar zu spielen. Und dann gebe ich einfach mal weiter an Jasmin. Ja, hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel. Ich unterstütze Viva la Queer Bar sowohl im Crowdfunding als auch mit Crowdfunding-Beratung und mache sonst auch allerlei nerdige Dinge, etwa Nerd ist ihr Hobby als Podcast oder ab und an mal was schreiben für Rollenspiel-Dinge und Pronomen sind auch sie, ihr. Und ich würde weitergehen. Cool. Also ich bin Michael, ich nutze er-ihn-Pronomen und ich bin vor allem als Sympathisant heute Abend da, der das Spiel Viva la Queer Bar in der frühen Phase schon mal gespielt hat und jetzt freue ich mich vor allem mal, den Endzustand zu erleben. Was ich noch kurz dazu sagen will, ist der Name von meiner Co-Designerin, Sandra Dahlhoff. Die ist gerade parallel noch im anderen Stream. Genau, ja. Die kommen auch noch dazu. Und klaut mit Nachi und Pete noch für Tavernen, Bars und Cafés oder so ähnlich. Und ich hoffe, die kommen nachher auch noch hier rüber und können dann auch noch beim Spielen uns zugucken. Genau. Das kann ich aber vielleicht ganz kurz den einen Satz, was wir hier jetzt gleich machen. Das Spiel wird in Form von einem kleinen Heft kommen. Dann braucht man dazu ein Spielkartendeck. Das haben wir virtuell. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir es im Bild? Ja, wir haben es im Bild. Das ist das, wo jetzt im Moment man das Plot Bunny sieht. Und dann da ziehen wir Karten und dann gucken wir, welche Frage dazu gehört. Und vorher lesen wir uns reihum die Anleitung vor und dann lernt ihr das und wir lernen das Spiel und das ist sozusagen alles integriert. Man muss also wirklich nur das Heft Das aufklappen und sozusagen kann alles direkt integriert, man loslegen und muss genauso also machen wir wirklich das heute nur. auch. Das Heft Das auf, heißt. es gibt gar nicht viel vorher Einleitung. Sollen wir loslegen? Ja. Okay, dann. Dann. Viva la Queer Bar ist ein Slice of Life Erzählspiel über eine Queer Bar oder ein Queer Café und das Team, das sie betreibt. Es ist ein Spiel über die Freuden und Kämpfe, die damit verbunden sind, Teil einer queeren Community zu sein. Nach einer kurzen gemeinsamen Vorbereitung, in der ihr ein paar Grundlagen vor euer Spiel festlegt, zieht ihr reihum Spielkarten, zu denen jeweils eine Frage gehört. Durch eure Antworten auf diese Fragen entwickelt ihr im Spielverlauf eure Queerbar und eure Figuren. Jasmin ist jetzt weggelaufen, dann würde ich und holt, gibt noch irgendwas an der Tür ab, das hatte sie angekündigt, dann würde ich sagen, geben wir einfach an Michael weiter und du kannst den nächsten Abschnitt vorlesen. Ja, Moment, ich habe gerade Twitch bewundert. Wenn du in unserem Dokument auf Einleitung gehst und Ja. dann nach der ersten Linie Ja, mit okay, ich einigen hab's. Fragen, das ist dein Abschnitt. Danke. Einige Fragen implizieren Konflikte im Team, in der Community oder mit der Außenwelt. Ihr entscheidet jedoch immer selbst, wie eure Figuren damit umgehen. Am Ende beantworten alle Figuren die Frage, was ist dein wichtigster Wunsch für die Zukunft der Queer Bar? Gut. Die Vorbereitung. Setting. Besprecht jetzt kurz, wann und wo eure Queerbar oder euer Queercafé existiert. Ob mittelalterliche Fantasy-Taverne, Cyberpunk, Underground-Club, eine realweltliche Queerbar in einem historischen Setting, eine intergalaktische Queerbar auf einem Raumschiff oder was immer euch
auch sonst einfällt, was ihr immer euch auch ausdenkt. Die Queerbar lebt dort, wo ihr sie haben wollt. Entscheidet, ob eure Queerbar offen für alle queeren Menschen ist oder nur für eine bestimmte Untergruppe. Zum Beispiel Lesbenbar, Lederbar, Schwulenbar, Queerbar, für BIPOC. Zeichnet nun ein grobes Bild. Details ergeben sich im Spiel. Macht euch bei Bedarf Notizen. Genau, und das machen wir jetzt. Also wir besprechen unser Setting. Und da haben wir jetzt für den Stream schon ein kleines bisschen uns im Vorhinein abgesprochen. Das heißt, ihr kriegt jetzt nicht die komplette Diskussion mit, aber was haben wir uns denn ausgedacht? Wer mag was erzählen, was wir beschlossen haben? Wir haben uns erstmal dafür entschieden, ein irdisches Setting zu nutzen. Also ja, den ganzen Fantasy-Kram haben wir rausgenommen und haben uns dann nach etwas Absprache auf Westdeutschland in den 1990er Jahren geeinigt. Mhm. Genau, wir haben also keine Magie, kein Science-Fiction, sondern lauter echtes Leben mit wenig Internet und ohne Smartphones. So. Genau. Okay. Dann bin ich wieder dran, ne? Mhm. Oder haben wir noch mehr, was wir besprechen wollen, beziehungsweise erzählen wollen, was wir festgelegt haben? Wir haben noch nicht gesagt, ob für und wen unsere Bar offen ist. Genau, das wollte ich sagen. Mhm. Genau. Haben wir Präferenzen? Miau, miau. Wie groß ist unsere Stadt? Also ist es sozusagen ein... Das ist ja auch immer eine Setting-Frage, weil je kleiner die Stadt ist, umso wahrscheinlicher ist es einfach für alle, weil das ist halt die Gelegenheit. Und je größer es ist, umso mehr diversifiziert es sich auch in den Bars. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich aus meinem persönlichen Leben gerissen, so eine mittelgroße Unistadt. Also nicht Hamburg, nicht Berlin, nicht München, sondern irgendwie... eine Nummer kleiner, aber trotzdem so groß, dass da eine Uni ist. Ja. Das scheint, passt das für euch? Hm. Ich finde es schön, wenn wir für alle offen sind. Mhm. Okay. Das finde ich auch gut. Hat man mehr zum Anspielen. Genau. Cool. Okay. Haben wir damit unser Setting? Mhm. Gut, dann lese ich weiter. Tonfall. Besprecht als nächstes den Tonfall, den ihr euch für diese Spielrunde wünscht. Soll es optimistisch und vielleicht sogar utopisch sein? Wollt ihr die Schattenseiten queeren Lebens betonen? Oder wollt ihr eine realistische Mischung aus beidem? Das haben wir noch nicht vorgesprochen, das können wir jetzt spontan sagen, wie uns ist. Hat schon jemand von euch eine Präferenz? Braucht jetzt weder so tun, als wären die 90er das goldene Zeitalter und alles war besser gewesen, noch müssen wir komplett in den Abgrund blicken. Also ich wäre eher für die Mischung, also komplett Utopie würde ich halt, würde ich sagen, braucht es jetzt nicht notwendigerweise und ja, dann ja, auch nicht den, ja, nicht nur die negativen Seiten. Also eine realistische Mischung. Klingt gut. Okay. Okay, das heißt, Jasmin ist als nächstes dran mit dem Weitervorlesen. Wenn das für alle passt, sorry, ich will hier niemanden übergehen. Gut. Jasmin. Konsens und Sicherheit. Wenn im Spiel etwas auftaucht, das dir den Spielspaß verdirbt, kannst du diesen Inhalt jederzeit wieder herausnehmen. Du kannst dazu etablierte Konsens- und Sicherheitstechniken wie die X-Card oder Script Change nutzen. Oder du sagst einfach, ich möchte das rausnehmen. Was immer für dich funktioniert. Eventuell muss nach einem solchen Veto geklärt werden, welcher Inhalt entfernt oder geändert werden soll. Aber du musst nie erklären, warum du etwas herausnehmen möchtest. Genau, lasst uns mal kurz sprechen, wie wir das handhaben. Ich nutze meistens so eine Mischung zwischen X-Karte und Script-Change, also sozusagen die X-Karte als einfach Signal. Egal wie, also ob wir jetzt sagen, ich will das X'en oder rausnehmen oder ein X machen oder in unseren Chat schreiben.
ich priorisiere immer das, was für die Leute gerade funktioniert. Und im Zweifelsfall, wer es zuerst gesehen hat, macht die anderen darauf aufmerksam. Ja. Wenn es nicht alle mitbekommen haben, genau, wenn ihr eine X-Karte zu Hause habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kamera halten. Und ich benutze die X-Karte so, dass das halt erstmal nur das Signal ist für Stopp, wir müssen was rausnehmen. Und dass wir danach klären, was jetzt rausgenommen werden soll, wie es angepasst werden soll und wie es weitergeht und auch ob es weitergeht. Und da kommt dann sozusagen Script Change rein. Und wir können aber gerne auch zusätzlich, also wenn jemand gerade was gesagt hat und dann 10 Sekunden später denkt, nee, warte, ich habe doch noch eine bessere Idee, dann können wir auch Script Change in dem Sinne, also kurz zurückspulen, nochmal neu erzählen. Das können wir gerne auch benutzen. Genau. Und ansonsten, die offene Tür gilt auch im Stream. Das verfüge ich jetzt einfach. Also wenn jemand aus irgendeinem Grund gehen will oder gehen muss, macht das. Shay sortiert dann das Overlay im Zweifelsfall neu. Das kriegen wir schon hin. Das ist also auch kein Thema. Und wenn es nicht nur die Internetverbindung ist, ist es super nett, wenn ihr kurz Bescheid sagt, dass ihr nicht wiederkommt, dann wissen wir, dass wir nicht warten müssen. So. Genau. Ansonsten gibt es weiteren Bedarf. Wir haben im Vorfeld das für den Chat. Wir haben im Vorfeld noch über Lines und Veils uns ausgetauscht, was wir also gar nicht an Inhalten drin haben wollen und wo wir einen Schleier davor hängen beziehungsweise vorher fragen. Das haben wir alles geklärt. Das lesen wir jetzt nicht im Detail vor, aber das haben wir getan. Das existiert also auch sozusagen als Sicherheitstechnik im Hintergrund unter uns. Genau. Passt das oder brauchen wir noch mehr? Mich passt. Okay. Dann ist Michael mit Weiterlesen dran. Genau, der eine Satz von Jasmin, den lese ich auch noch vor. Ne, das ist ein eigener. Ach, das ist ein eigener. Okay. Nachdem ein Veto geäußert wurde, klärt gemeinsam, wollt ihr direkt weiterspielen? Braucht ihr eine kurze Pause? Möchtet ihr das Spiel ganz abbrechen? Wenn ihr mögt, fügt weitere Methoden hinzu, um die Sicherheit, das Einverständnis und das Wohlbefinden von allen sicherzustellen und die gemeinsame Richtung des Spiels zu klären. In jedem Fall gilt, die Menschen in der Runde und deren Wohlergehen sind immer wichtiger als das Spiel. Das haben wir jetzt im Grunde schon gemacht. Das heißt, da brauchen wir nicht nochmal mehr zu sagen. Gut, kommen wir zum Spielablauf. Karten ziehen und Fragen beantworten. Wenn du dran bist, zieh eine Spielkarte aus dem zufällig gemischten Kartendeck. Dann suche die dazu passende Frage aus den Tabellen heraus und lies sie laut vor. Wenn du nicht vorlesen kannst oder möchtest, kann jemand anders aus der Runde das für dich tun. Interpretiere und beantworte die Frage dann, wie immer du magst. Die anderen Spielenden dürfen dir während deines Zugs Anschlussfragen stellen oder ergänzende Vorschläge machen. Ob du diese Fragen beantwortest oder die Vorschläge aufgreifst, ist deine Entscheidung. Jasmin, magst du weiterlesen? Ich habe die das Mikro spielt gerade nicht mit, oder? Dann kann ich auch, wenn du magst. Okay. Ja, okay. Dann switche Ja, ich gerne. kurz. Ist es okay, ganz kurz, ist es okay, Jasmin, wenn wir weiter vorlesen oder möchtest du erst dein Mikrogramm sortieren? Okay, gut. Genau, Michael, gerne. Okay, also Entscheidungen treffen sind wir jetzt gerade, ne? Ja, genau. Sei mutig und triff Entscheidungen über die Welt oder schlage Beziehungen zwischen den Figuren vor. Solange du alle zuvor genannten Grenzen beachtest, gibt es keine falschen Antworten. Vertraue darauf, dass die anderen Spielenden bei Bedarf Alternativen vorschlagen oder ein Veto einlegen. Okay. Fragen anpassen oder weitergeben. Wenn nötig, passe die Fragen an, frage die anderen Spielenden nach Ideen oder gib deinen Zug mitsamt Frage an die nächste Person in der Reihe weiter. Eine Frage kann weitergegeben werden, bis sie entweder beantwortet wurde oder jemand ein Veto dagegen einlegt. Du kannst auch Fragen herausnehmen, die du selbst gezogen hast. Wenn die Frage, die du gezogen hast, durch ein Veto aus dem Spiel genommen wird, ziehe einfach eine neue Spielkarte. Figuren entwickeln und queerbar benennen. Zieht Karten, bis alle Mitspielenden 1 bis 2 Fragen beantwortet haben und ihr bereits ein paar Dinge über die Queerbar und die Menschen in ihrem Team wisst. Macht dann eine kurze Pause und überlegt, wer eure Figuren sind.
Teile den anderen in der Spielrunde dann den Namen, die Pronomen und vielleicht das Alter, das Geschlecht und/oder die Orientierung deiner Figur mit. Du kannst auch ein paar Details zu ihrem Aussehen nennen. Wenn ihr mögt, macht euch Notizen dazu. Vielleicht wollt ihr an dieser Stelle auch einen Namen für eure Queerbar oder euer Queercafé aussuchen. Dann mache ich weiter. Ja. Endfrage. Spielt wie gehabt 3 um weiter, bis ihr das Gefühl habt, dass ein guter Punkt für die Endfrage erreicht wurde oder bis ihr noch etwa 10 bis 15 Minuten Spielzeit übrig habt. Alle beantworten dann die Endfrage. Danach ist das Spiel zu Ende. Macht zum Abschluss eine Runde Sterne und Wünsche. Genau. Das kann man nochmal erzählen für den Chat, während Jasmin sich noch wieder eingroovt. Das mechanisch ist, wenn ihr das jetzt noch nicht gemerkt habt, dann erzähle ich euch das. Mechanisch ist, Viva la Queerbar benutzt das Descended from the Queen Design-System sozusagen, was von Alex Roberts ursprünglich mit Für die Königin erfunden wurde. Und da gibt es einen System Reference Document, was man verwenden darf, und das haben wir sozusagen als mechanische Grundlage genommen, um Viva la Queerbar zu schreiben. So. Und für die Königin ist auch gut. Das genau. Wird bei uns sehr oft auch queer. Irgendwie. Tja, ich frage mich, warum. Doch. Genau. Ja. Genau. Genau, wollen wir noch die Frage beantworten? Also ich habe noch keine, der Chat fragt, habt ihr schon mal eine virtuelle Queerbar gespielt? Ich noch nicht. Also ich hatte schon allerlei Queerbars, aber eine rein virtuelle noch nicht. Aber ich schreibe es mal auf die Liste. Das ist, glaube ich, nichts, was ich mir notwendigerweise vorstellen muss. Also, ja. Ist das hier eine virtuelle Queerbar, was wir machen, weil... Wir sitzen hier, manche von uns haben Getränk, und also es wäre mir halt irgendwie, ich muss mir nicht eine weitere virtuelle Queerbar vorstellen, wenn ich virtuell schon einfach mit queeren Leuten rede. Und viel mehr bringt es dann nicht. Da stelle ich mir lieber einen Ort vor. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon auch spannend ist, nochmal so eine, also ich würde das trotzdem spielen, so eine virtuelle Queerbar. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann nochmal irgendwie, weil in der Fantasie sind ja natürlich alle die Effekte geiler und es gibt keine Technikprobleme und ja, bis der erste Technikprobleme einbaut. Kann ich mir schon vorstellen, dass man auch coole Sachen damit machen kann. Genau, genau. Gut, dann, super. Dann magst du den Teil vorlesen mit Jetzt beginnt die Geschichte. Jetzt beginnt die Geschichte. Du bist Teil der queeren Community. Du bist lesbisch, schwul, bi, pan, nicht-binär, trans, queer, inter, asexuell und oder aromantisch. Zu dieser Community gehört auch die Queerbar. Du bist Teil des Queerbar-Teams oder hast in einer anderen Rolle in der Queerbar mitgearbeitet. Die Queerbar ist für dich ein Zuhause. Heute ist ein wichtiges Jubiläum für die Queerbar. Du sitzt an der Bar und wartest auf die anderen, um mit ihnen zu feiern. Du schaust dich im Raum um und erinnerst dich an deine Erlebnisse in der Queerbar. Wer möchte, zieht jetzt die erste Spielkarte und schaut auf die folgenden Seiten nach, welche Frage dazu gehört. Wer mag denn die erste Karte ziehen? Will jemand anfangen? Soll ich anfangen? Ich kann es auch ziehen. Mach gerne. Also du kannst einfach auf den Kartenstapel klicken. Und dann dreht sich die Karte um, und wenn wir fertig sind, schieben wir die auf den Ablagestapel. Okay. Und dann ist sie aus dem Bild. Genau. Dann guck mal. Soll ich die vorlesen? Ja. Ja, genau. Es ist jetzt deine Frage und dann dein Zug, und du darfst du darfst entscheiden. Was jemand du machst damit. Interviewt dich für einen Artikel über die Queerbar. Welchen wichtigen Punkt möchtest du unbedingt rüberbringen? Dass wir schon viele Menschen haben, die oft kommen und so ein bisschen, wie so ein bisschen Stammpublikum sind.
Aber dadurch, dass wir vielleicht, also bestimmt haben wir auch Züge da, wo wir leben. Das heißt, wir haben auch immer mal wieder neue Menschen, die uns besuchen. Und das scheint in letzter Zeit ein bisschen zuzunehmen. Das heißt, unser Bekanntheitsgrad steigt vielleicht. Und jetzt mit Zeitungsartikel vielleicht sogar noch mehr. Deswegen erzähle ich ganz, ganz enthusiastisch. Cool. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schnell. Was ist das für eine Zeitung oder was ist das für ein Medium, wo du das Interview gibst? Oh, wahrscheinlich denke ich, das ist was total Seriöses und freue mich, dass wir interviewt werden. Und wahrscheinlich ist es eine totale Klatschpresse. Sind wir direkt bei der Bild oder haben wir eher so ein lokales, Nee, irgendein ein Magazin. Also Lokalblättchen? nicht so ganz schlimm Klatschpresse, sondern eher halt so ein Magazin. Und bist du zufrieden mit dem gedruckten Endprodukt? Mit dem gedruckten, oh, das kenne ich noch gar nicht. Nee, aber wenn du Aber ich bin jetzt, keine total Ahnung, am zufrieden mit nächsten dem, was Tag ich oder erzählt habe. sowas. Okay. Genau, also ich denke, es ist alles super, super ganz toll. Mal schauen, was rauskommt. Cool. No. Haben wir noch Rückfragen oder Ergänzungen? Dann bin ich dran, ne? Ich finde gerade die, muss mich jetzt immer mit der Reihenfolge nachdenken, weil wir im Zoom andersrum sind als Ah, auf dem Twitch. du Deswegen bin kannst dich ich. hier ziehen, glaube ich. Du kannst dir die Kacheln so hinziehen. Oh. Magic. Das war total praktisch. Das mache ich jetzt. Warte. Wow. Du warst, dann bin ich und dann. Das habe ich noch nie gewusst. Meine Güte. Galaxy Weißt Brain. du, ja, ich bin auch gerade so, what? Genau. Gut, zurück in die Queer Bar. Wo ist mein Kartenstapel? Genau. Dann schiebe ich deine Karte mal hier rüber und ziehe die nächste. Ich habe eine Pik 6. Was ist denn das? Oh, in der Queer Bar gab es einen Tauschmarkt. Welchen Gegenstand hast du dort gefunden und warum hängst du immer noch daran? Das war so eine super kitschige, herzförmige Uhr aus Plastikgold mit so Ranken drumrum. Und ich glaube, ich hänge da dran, weil die hing eine Zeit in der Queer Bar an der Wand. Und irgendwie war es immer schon viel später, als ich so dachte, irgendwie in der Queer war immer so ein bisschen die Zeit aufhört zu existieren. Und die hängt jetzt in meiner WG-Küche. Und erinnert mich einfach immer an gute Zeiten in der Queer Bar. Gibt es irgendein Ritual mit der Uhr? Also irgendwie kann die einen Ton machen oder ist es nur so eine Nee, Wanduhr? ich glaube, wir haben, also es ist einfach so eine, wie gesagt, die ist herzförmig und hat so, also ist extrem kitschig, aber ich glaube, ich habe alle aus dem Team gefragt, ob sie auf der Rückseite irgendwie unterschreiben. Also es hat irgendwie so ein Pappdeckel hinten drauf und das sieht man jetzt nicht, aber ich weiß halt, dass es da ist und genau. Aber die Zeit funktioniert in der WG-Küche irgendwie ganz anders als in der Queer Bar. Gibt es Fragen, Ergänzungen? Sonst ist Jasmin dran. Ich hätte eine Rückfrage, nämlich hat die Uhr in der, also
Wurde die abgenommen, weil sie aus dem Dekor herausgestochen ist, oder war die typisch für die Einrichtung der Queerbar? Also war das, ist es insgesamt so Camp und Kitsch da, oder war die Uhr eben was Besonderes? Die Uhr war, glaube ich, die war so ein bisschen so ironischer Kitsch. Und dann haben wir aber vor einer Weile alles irgendwie renoviert und dann hat jemand entschieden, dass wir jetzt auch mal eine neue Uhr brauchen und dass die jetzt wirklich nicht mehr reinpasst ins Dekor. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich die mit, wenn Okay. die nicht mehr in der Queerbar hängen darf. Ich glaube, wir haben aber immer noch irgendwie also wir haben immer noch irgendwie Stilmix. Ich glaube, es ist immer noch nicht komplett durchgestylt. Es ist immer noch irgendwie von mehreren Leuten was dabei. Vielleicht ist es ja jetzt so eine Uhr, die, kennt ihr diese Katzen, die mit den Augen so macht und der Schwanz so Ja. wackelt? Ja. Yes. Sowas will ich. Und das war ja so ein Tauschmarkt. Das heißt, du hast dann auch was dagelassen, was jetzt dort ist. Oh, ja, ich habe, was habe ich denn da gelassen? Ich glaube, ich habe irgend so eine, ich glaube, ich habe eine Handtasche da gelassen, die aus so einem silbrig glitzernden Material war. Und da hängt natürlich auch wieder eine Geschichte dran. Weil ich glaube, es ist irgendwas richtig Doofes passiert, wo ich immer dran denken muss, wenn ich diese Tasche in der Hand hatte. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, die soll jemand anders haben und neue Erinnerungen machen. Und dann, weil ich werde die nicht mehr benutzen und die habe ich auf den Tauschmarkt gebracht. Hat jemand von euch die mitgenommen? Silber ist, glaube ich, nicht so eine Farbe. Aber wer weiß, wann die nochmal auftaucht. Ja, wer weiß, genau. Dann ziehe ich die nächste Karte. Pik 3. Welcher Geruch lässt dich immer an die Queerbar denken? Komplett Analysis Paralysis. Es gibt einfach zu viel Bargerüche. Solange es Also. kein Fettgeruch ist oder so. Ja, sehr gut. Fritteuse wäre auch. Nee, aber. Also, es ist halt. In den 90er Jahren erst die Basic-Frage: Ist es eine Raucherkneipe? Oh. Gute Frage. Weil das. Wenn sonst ist das nämlich der alles übertünchte Geruch. Das Ja. kriegt man ja nie wieder raus. True. Ich fände, glaube ich, eine Raucherecke vor der Tür gut. Ja, ich glaube auch, wir sind irgendwie eine der wenigen Kneipen, wo wir schon innen drin nicht rauchen. Und wir haben aber vor der Tür immer Cluster von Leuten, die rauchen. Hilft dir das weiter, Jasmin? Oder passt das für euch überhaupt? Das ist extrem unsicher, vor der Tür zu rauchen bei der Queerbar, aber ja. Vielleicht haben wir auch, Ein gut, wenn das vor der Hinterhof. Tür doof ist, vielleicht haben wir einen Innenhof. Ja. Das ist cool, halt so ein. Oh, so ein Innenhof leer. Ja, aber dann ist es trotzdem der Geruch halt, dieser, halt so diese Mischung aus hier Müll und Zigarettenrauch, der aus dem Innenhof da reinzieht. Oh. Oh no. Also halt wahrscheinlich immer, wenn man eben in diesem Bereich vorbeigeht, weil das ist halt wahrscheinlich, also ich stelle es mir eben echt so wie so ein Innenhof zusammen, wo halt irgendwie mehrere Häuser oder Restaurants irgendwie so ihre Rückseiten haben und da stehen da wie so Müllcontainer und schlecht angeschlossene Fahrräder und so und verrosten da und da stehen die Raucher halt rum und ja. Ich stelle mir jetzt vor, dann morgen ist, wenn dann doch irgendwann mal alle daheim sind, hört man nur dieses Mülltonnen klappern und miau, wenn die Fischgräte irgendwo raus. Viele Zigarettenstummel. Und ist deine Figur dann so eine Person, die da schnell vorbeigeht oder auch durchaus bei den, die rauchen, abhängt?
Ich habe ja noch keine Figur richtig, aber na, die entwickeln wir jetzt, du könntest jetzt Dinge entscheiden. Ja, okay. Also verbindest du was, ist das was Angenehmes, weil du daran dich gern zurückerinnerst? Sagst du, ich mag die Leute, aber puh, ich kann da nicht, ich muss da schnell weiter. Ja, wahrscheinlich stehe ich da halt auch schon mal rum, aber eigentlich nervt es mich halt. Hm. Also ich, ja. Ich, eigentlich sollten die Leute halt einfach aufhören zu rauchen. Also. Ja. Ich habe auf jeden Fall dafür gestimmt, dass in der Bar nicht geraucht wird. Okay. Bereue es jetzt selber, aber halt, also sozusagen, ich bin eigentlich hab ich dafür gestimmt, dass die Leute aufhören zu rauchen, aber jetzt ist halt das Ergebnis, dass die Leute vor der Bar rauchen. Es ist weniger unangenehm, aber immer noch bin ich nicht zufrieden. Ja. Und weißt du, das ist total spannend, weil das heißt ja, dass dann wirklich demokratische Entscheidungen getroffen werden bei uns. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich hätte jetzt eben nicht mit klarer Besitzerinnenschaft, sondern schon irgendwie, also das was ist, wo in diesem Raum halt drüber konsensuell irgendwie. Zumindest darüber wurde abgestimmt. Ja. Sind wir so eine selbstorganisierte Kneipe? Vielleicht. Ja, oder halt eben. Abstimmen. Ja. Oder halt eben zumindest über so Regeln werden. Mhm. Also vielleicht nicht im Sinne von alle Einnahmen werden halt auch irgendwie gemeinnützliche Teile, also vielleicht nicht notwendig, weil zur Vereinsmeierei, aber eben dieses so, wir setzen uns Regeln für diesen Raum und wir müssen jetzt, auf welche Bedürfnisse wollen wir Rücksicht nehmen und sowas wird dann halt. Ja. Ja, finde ich gut. Bedeutet das dann, dass wir schon so ein bisschen so ein Stammkern auch sind an Barleuten, die da arbeiten? Ja, wir sind ja irgendwie im Team oder haben ja, genau, auf jeden Fall eine andere. Aber es gibt dann nicht so Hop-on, Hop-off-Geschichten. Sondern es ist schon so ein eher bestehender Kern, der sich wahrscheinlich auch länger kennt, wenn man dann gemeinsam in Diskussionen geht. Oder schnell neue aufnimmt. Ja. Ich glaube, das müssen wir gar nicht so super genau festlegen, ob wie oft wir jetzt tauschen und weil, also im Moment sind wir halt alle im Team. Genau. Irgendwie. So, wie lange wir da schon sind und wie lange wir da noch bleiben, das finden wir raus im Spiel. Hm. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht die einzigen sind. Ja. Okay. Ich glaube, dass du dazugehörst, merkst du, wenn du bei solchen Sachen gefragt wirst. Oh ja. Ja. Wenn du zum Plenum eingeladen wirst. Ja, das ist eine große Ehre. Sei doch informell, ja. Ja. Ja, cool. Dann ziehe ich die nächste Karte, oder? Mhm. Das heißt, die Pik 3 war eben, ne? Mhm. Genau, die kannst du rüberschieben und dann kannst du die nächste nehmen. Kreuz 2. Schon. Wenn Renovierungen in der Queerbar anliegen, nehmt ihr die Dinge oft selbst in die Hand? Was war das letzte große Projekt, mit dem ihr die Queerbar verbessert habt? Ich glaube, wir haben die Toiletten behindertengerecht gemacht. Oh, cool. Und das war auf jeden Fall ein großer Act, das umzubauen und für unsere Bedürfnisse anzupassen und was das genau bedeutet, können wir gerne beleuchten oder ihr stellt nachfragen. aber ich lasse das mal einfach so, dass wir halt so ein bisschen drauf geachtet haben, okay, hey, was ist denn, wenn jetzt jemand, es ist halt gerade an der Stelle nicht barrierefrei. Ich kann mir vorstellen, wenn wir im Innenhof sind, dann sind wir schon ebenerdig, aber um so richtig barrierefrei zu sein, war das halt noch ein großes Anliegen. Ja. Und das haben wir dann in Gemeinschaftsarbeit gewuppt. Ja. Also wir haben fähige Leute oder mussten wir KlempnerInnen und so dazu holen und bezahlen? Also sind wie handwerklich fähig sind wir tatsächlich? Also ich glaube, ich war in der Lage, relativ viel zu machen, weil wahrscheinlich meine Figur irgendwie gerade so in dem Bereich eine Lehre macht. Mhm. Ja.
Und dann kann man ja auch viel anleiten, aber Hast deine, ich sag mal, deinen Geschlechtsausdruck zu den Erwartungen im Sinne von, dass zum Beispiel es wäre eine Butch, die macht handwerklich eine Lehre und kann das, oder gibt es da eine Diskrepanz, was man erwarten würde? ich glaube, ich bin eher so Femme. Und deswegen ist dann immer so ein bisschen, okay, schade, wir haben gar nicht irgendwie so Butches, die in dem Bereich handwerklich, oder will jetzt auch nicht für alle sprechen, aber das war so in dem Moment so, oh, hätten wir doch bloß irgendwie so jemand. Und dann bin ich dann beim nächsten Mal mit, weißt du, so dem Handwerkskastling angekommen. Toolbox Drop. Aha. Ja, sehr schön. Sehr schön. Genau. Irgendwer von uns war bestimmt auch so total nutzlos bei diesem Projekt und hat immer irgendwelche guten Tipps gegeben und der Rest musste immer um diese Person drumherum arbeiten, weil relativ schnell klar war, dass das halt irgendwie, ja, nee, ist klar. Aber ja, ich glaube, wir haben einfach schon auch einfach Connections von Leuten, die mit denen einfach sagen, ja komm, wenn du mir sagst, was ich machen soll, dann trage ich halt Sachen von A nach B oder putz hinterher oder besorg die genauen Maße, die wir brauchen für Türbreiten und Schwellenhöhen und solche Geschichten. Und da waren, glaube ich, schon echt viele Leute dran beteiligt. Ich glaube, ich habe nur gemalt. Ganz viel Blümchen Ja. an die Wände. Eventuell wurde es wieder bestrichen, ich weiß es Ja. nicht. Bist du auch dafür verantwortlich, dass die Uhr weg ist? Nee, weil ich fand die bestimmt schön. Aber die neue gefällt mir auch gut. Jade, ziehst du Ich eine glaube, dann bin Karte? ich, genau. Hm. Einmal rüberziehen. Teekreuz 8. Du hast einen neuen Aspekt deines Geschlechts und/oder deiner Sexualität entdeckt. Wie hat die Queerbar dazu beigetragen? Ist natürlich schon viel Charakter. Darfst du aber. Also es ist nicht verboten, vorher schon Nee. Entscheidungen für deine Figur zu treffen, nur weil wir später erst das dem Ganzen einen Namen geben. Ja, also vielleicht bin ich mal ja, vielleicht bin ich mal mit einer Freundin mitgekommen, die lesbisch ist. Und kannte das davor noch gar nicht und dachte mir am Anfang, ob das jetzt wirklich was für mich ist und habe mich so ein bisschen, ja, nicht unwohl, aber unsicher gefühlt, weil ich immer, ja, weil ich da noch nicht so drin war, bis ich festgestellt habe, durch die Queerbar oder durch die Ereignisse, die in der Queerbar passiert sind, vielleicht auch mit Flirten oder Ansprechen, was ich so vielleicht noch nicht kannte, dass es auch aromantisch gibt. Was mir davor gar nicht so bewusst war und dass ich mich doch sehr zu Hause fühle hier und nicht doofe Fragen oder blöde Sprüche gedrückt bekomme, wenn ich mal sage, nö, kein Interesse dafür. Gab es irgendwie eine bestimmte Person in der Queerbar, die da, keine Ahnung, wo du was gelernt hast oder beobachtet hast oder? Ja, also auf jeden Fall eine Person, die mir die Definition ein bisschen näher bringen konnte. Genau. Und dann auch so zum Austausch da war.
Oh, wir haben neue Leute. Hallo, neue Leute im Chat. Hallo. Okay, haben wir noch mehr zu der Frage oder machen wir weiter? Also prinzipiell glaube ich, ist Aromantik was einen, also nimmt, ist das was, wo du auch Platz mit einnimmst als, hey, das ist meine queere Identität und trägst es da draußen? Oder ist es halt einfach was so, das habe ich jetzt über mich gelernt und es ist die Abwesenheit für etwas, ich mache es nicht zu meiner Identität so? Ja, so eine Mischung aus beiden. Also es ist, also ich glaube schon Erleichterung, dass ich nicht komisch bin, sondern dass es halt, ja, dass ich auch nicht alleine bin damit. Aber jetzt nichts, wo ich sage, dass das ist jetzt alles von mir. Also es ist halt nur ein Teil von mir und ich fühle mich jetzt also gesettelter vielleicht so. Und deswegen eben auch wohl an dem Ort, wo ich bin, weil das irgendwie so ein mit Zuhause und Familie geworden ist, ohne sich den Kopf zerbrechen auch vielleicht viel oder so. Genau, also definitiv ein Teil von mir, aber jetzt nicht so, dass ich nach außen trete und das groß verkünden muss. Dann ziehe ich mal die nächste Karte. Karo 6. Oh, was ist der schlechteste Rat, den du jemals von jemandem aus der Queerbar erhalten hast? Oh. Die Uhr. Also neben diesen schlechten Tipps bei der Renovierung. Oh Gott, ich glaube, oh Gott, zu viele Ideen. Ich glaube, irgendjemand hat mich bequatscht, um irgend so ein Style-Makeover zu machen. Und ich habe mir irgendwelche Sachen aufquatschen lassen, die überhaupt nicht mein Ding sind. Und es sah halt schon irgendwie gut aus, aber es war halt einfach echt nicht ich. Und diese Person war aber so begeistert davon und meinte, doch, das steht dir total gut und dass sie da finden dich bestimmt auch noch viel mehr Leute attraktiv und nee. Also ja, schon, hat schon recht gehabt, das sah gut aus und Leute fanden mich attraktiv, aber ich fand mich halt überhaupt nicht wieder im Spiegel sozusagen und war nachhaltig, habe mich also in meiner ganzen eigenen Haut und in meinen eigenen Klamotten irgendwie überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und überhaupt nicht wie ich gefühlt. Und das war so eine sehr komische, so eine komische Schere zwischen so einem objektiven Wissen, ja, das ist ein stylisches Outfit, das sieht gut aus, das macht ein stimmiges Gesamtbild und halt diesem Gefühl von innen, was überhaupt nicht gepasst hat und was ich auch Leuten gar nicht gut erklären konnte, was das, warum das nicht passt und warum, weil es sah doch objektiv gut aus. So. Und das ging irgendwie gar nicht. Und das war halt auch so richtig, ich glaube, ich konnte an diesem Abend noch nicht mal irgendwie früh nach Hause gehen, weil ich irgendwie wahrscheinlich mich verpflichtet hatte für die letzte Barschicht oder so und wirklich bis zum Schluss bleiben musste. Und hatte halt auch keine Klamotten zum Wechseln mit und konnte halt auch wirklich nicht so richtig was ändern und musste wirklich ausharren bis zum Schluss in diesem schrecklichen, also einfach nicht stimmigen Outfit. Ja. Und danach habe ich mir sehr, sehr lange nie wieder irgendwen zu Style und Klamotten und so weiter gefragt. Obwohl mir das echt geholfen hätte, wenn mir da irgendwer Tipps gegeben hätte, weil das war überhaupt nicht so meins. Und habe danach, glaube ich, einfach wieder meine eigenen Sachen mir ausgesucht und die waren nicht cool. Aber irgendwie fühlte es sich besser an und irgendwie mehr wie ich. Und aber es passiert immer noch, dass ab und zu irgendwer sagt, oh Mann, aber damals den einen Abend, da sahst du so gut aus. Und ich immer so, hör auf, darüber zu reden. Ich will es nicht mehr hören. So. Ja. Das war nicht so der Hit.
Wo ist das Outfit heute? Er ist wahrscheinlich auch auf dem Tauschmarkt wieder losgeworden. Ganz schnell. Also ich glaube, es war teilweise, war es, glaube ich, auch irgendwie einfach geliehen und obwohl, war ich shoppen dafür? Nee, ich glaube, ich war nicht wirklich shoppen dafür, also höchstens so Secondhand-Laden shoppen. Aber ich glaube, ich habe es eine Weile immer noch irgendwo liegen gehabt, weil ich dachte, nee, ich kann ja jetzt nicht das so von der Hand weisen, aber ich glaube, ich habe es auch sogar nochmal irgendwann rausgeholt und gedacht, vielleicht muss ich es nochmal probieren, vielleicht war es einfach ein komischer Tag, aber nee, es war, sobald ich es wieder anhatte, war es genau das gleiche unschöne Gefühl und dann habe ich es wieder in den Schrank gesteckt und dann irgendwann auf den Tauschmarkt geworfen und habe gehofft, dass niemand mich während des Tauschmarkts darauf anspricht, warum ich das denn hergebe und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und seitdem ist es, habe ich auch irgendwie auch so ein ganz komisches, irrational negatives Gefühl gegenüber dieser Person, die mir diesen Rat gegeben hat. Es war gar nicht bös gemeint, aber ja. Nee. Also du musst gerade mit deinem... Danke. Eine Kooperation, die der Queerbar viele finanzielle Sorgen abgenommen hätte, ist gescheitert. Warum erleichtert dich das? Ich denke, dass ich eigentlich ganz happy damit bin, eben... Das willst du selber irgendwie organisieren und gestalten. Und es wollte halt jemand das Ding eben kaufen und halt zu einer kommerziellen Bar aufziehen, weil ja, hier gute Gegend und so. Und ich kenne die Lieferanten und das wird billiger. Und ihr kennt mich doch, ich bin Stammkunde. Hey, ihr könnt mir vertrauen, aber ich wusste halt eben, ja, dann gehört ihm halt auf dem Papier die Bar. Und wenn die irgendwann mal entscheiden, die weiter zu verkaufen oder irgendwas zu machen, was wir nicht damit möchten, dann haben wir halt einfach gar keine Einflussnahme mehr. Und deswegen haben wir eben dem Bonzenkind nicht erlaubt, die Bar zu kaufen. War das vor oder nach der Renovierung? Das ist wahrscheinlich... Die barrierefreien Klos. Sind rollige rechten Klos, kann ja sein. Ja, ich vermute, das ist davor gewesen, weswegen wir sowas halt eben selber machen. Also es war halt auch wieder eine bewusste Entscheidung dazu. Ja. Kommt das Bonzenkind trotzdem noch in die Bar? Ja, weil wir sind halt das Ding in der Stadt und er möchte eben nicht die ganze Zeit Sarah Leander hören bei den Altschwulen am Bahnhof. Oh mein Gott, ja. Ja. Ja, ich möchte sofort wissen, was bei uns für Musik läuft. Ja, es ist wahrscheinlich ein eklektischer Mix, je nachdem, wer gerade hinter der Bar steht und das Tape Deck bedient. Ja, haben wir Tape Deck oder haben wir... Keine Ahnung. Ja, wir haben Tape Deck passt eigentlich. Vielleicht haben wir auch an manchen Veranstaltungen ein Tape Deck und manchmal lege ich hier meine Platten auf. Genau, ja, Plattenteller auf jeden Fall. Irgend so eine... Ja... Ja, CDs haben wir wahrscheinlich auch irgendjemand, die mitbringt, irgendwie so ein Walkman anschließt und hofft, dass vom Bass der Tisch nicht so sehr wackelt, dass die CD springt. Vielleicht haben wir auch irgendwo eine Gitarre rumhängen. Oh. Ja. So für ganz späte Stunden. Zu Zeiten, wo man eigentlich nicht mehr die Gitarre auspacken sollte. Ja, also haben wir Live-Musik ab und an? Wahrscheinlich. Das ist irgendwie so, dass wir Leute. Ja, finde ich eigentlich gut, wenn wir irgendwie Leuten die Gelegenheit geben, Live-Musik zu spielen, aber. Aber wir müssen mit der Live-Musik aber immer schon um 10 Uhr wieder aufhören, weil sonst die Nachbarschaft Ärger macht. Ja, weil die. Weil das im Innenhof so halt. Genau, wenn wir diese fucking Tür die ganze Zeit offen stehen lassen. Vom Innenhof. Genau. Ja. Es erinnert mich an eine Party, wo ich vor kurzem war. Ruinös. Aber ja, genau, das. Ja. Ja. Also, das.
Ich glaube, es läuft halt wenig diese, halt wenig, auch nicht mal ironisch Schlager so, sondern eben irgendwie Musik mit Botschaft irgendwie. Ja. Okay, da ziehe ich die nächste Karte, oder? Bitte. Und zwar Pik Ass. So. Was war das seltsamste Ding, das in der Fundsachenkiste der Queerbar aufgetaucht ist? Das war ein Glasauge. Geil. Das Problem ist, wir konnten nicht ermitteln, von wem das war. Weil das wäre ja relativ schnell festzustellen, wenn jemand das vermisst. Oh mein Gott. Sodass sich da auch diverse Gerüchte drum ranken. Und meine Theorie ist, dass irgendwer das von seiner Oma gemopst hat. Oh mein Gott. Und in der Queerbar damit angeben wollte. Und dann, keine Ahnung, ist es vielleicht unter zu später Stunde aus der Hosentasche gefallen, unter die Couch gerollt, wie auch immer. Ja. Und nicht mehr abgeholt worden. Ja. Und wir haben es irgendwann beim Putzen gefunden und ich glaube, wir haben es dann in so einem Eierbecher ins das Flaschenregal hinterm Tresen gestellt. Und es gibt die Legende, derjenige oder diejenige Person, die die Queerbar betritt und das Auge einsetzt, wird die neue Eigentümerin. Hast du diese Geschichte in die Welt gesetzt? Ja. Natürlich. Die Person, der das Auge passt. uns alle regieren. Oh Gott. Und wir alle so, ja, nee, ist klar. Oh Gott. Oh. Mein Gott, stellt euch mal vor. Wie unhygienisch. Vielleicht ist es Alkohol, also in seinem Glas. Oh mein Gott, du meinst, wir haben es direkt in so ein Glas eingelegt. Mit Wodka. Ja, Armin. Ja, und ich meine natürlich... Trauen wir es uns. Und informell ist es natürlich ein Symbol dafür, dass das nie jemand irgendwie ändern wird, dass wir so basisdemokratisch organisiert sind. Ne? Ja. Manchmal habe ich trotzdem Angst, dass das passiert. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie so weißt du, so Insider-Jokes. So, pass auf die Einäugigen oder wie auch immer. Ja. Pass auf, wahrscheinlich. Dass du nicht so sehr liebäugelst. Oh mein Gott. Oh Gott. Und wir haben wahrscheinlich irgendwann angefangen, überall immer so Augen auf unsere Flyer drauf zu malen oder so. Oh. Es ist irgendwie so ein Ding geworden. Es gibt ja auch dieses blaue Auge, das dich beschützt vom bösen Blick und so. Ja. Irgendjemand hat jetzt auch irgendwie so ein Techno-Style. Keine Ahnung, ob das irgendwie so eine Latzhose ist, wo hier oben einfach nur so ein großes Auge drauf genäht ist und dann mit so Trägern. It's a whole thing. Die ganze Augengeschichte ist wirklich so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein Eigenleben angenommen. Ungewolltes Maskottchen, ja. Ja. One-eyed bar. Ja. Oh mein Gott. Genau. Genau. Aber wir haben jeweils zwei Fragen beantwortet. Fühlt ihr euch schon bereit, Figuren zu machen? Dann lasst uns doch mal gucken, wie das doch gleich ging mit den Figuren machen. Wir sollen also einfach mal kurz nachdenken und dann brauchen wir einen Namen und Pronomen und wir können zusätzlich sowas erzählen wie Alter, Geschlecht, Orientierung, Details zum Aussehen oder irgendwelche anderen Details, die relevant sind. Genau. Und wir können natürlich auch laut darüber nachdenken, wenn wir wollen. Dann. Wer bin ich denn heute? Hm.
Irgendwann muss ich nochmal so das Ergänzungsdeck machen, wo ich mir nochmal schnell irgendwie eine Orientierung und ein Geschlecht und ein paar Sachen ziehen kann. Aber dafür gibt es ja die vorgefertigten Figuren. Mhm. Eins der Stretch Goals, yay. Mhm. Ihr habt da sowas dann. Aber ich noch nicht. Genau. Ich weiß schon viel, ich weiß noch keinen Namen. Du hast auf jeden Fall schon eine Richtung, die der Name geht. Mhm. Nämlich ja, weiblich kodierter Vorname, männlich kodierter Nachname. Mhm. Das ist sehr wichtig. Steffi Konrad, sowas in die Richtung. Und es gibt auf jeden Fall noch eine andere Steffi. Mhm. Und ich habe mich sozusagen, es hat sich nicht eingebürgert, nicht eingebürgert, mich Stefanie zu nennen. Das sehe ich halt auch nicht ein. Ja. Und dann wurde halt immer sozusagen die ganze Zeit immer Steffi Konrad, und wenn halt dieses Konrad-Ding ist halt auch, ist dann halt einfach so geworden, einfach so. Es gibt einen Grund, warum der Name, so ein männlich gelesener Name, ja, verwendet wird für eine relativ femme Person, aber es ist auf jeden Fall ein Ding. Ja. Pronomen auf jeden Fall sie, ihr, und mhm, ja, halt halt femme, irgendwo. Mhm. Ja, ich würde sagen Stone Farm mit Bisexual Manicure, also zwei Fingernägel kurz. Und ist halt auf jeden Fall in dieser Bar die Person, die bis zum Ende bleibt. Und ja, also dieses, weiß nicht, aus FOMO, auf jeden Fall so Nachtleben-Mensch. Also die, ja, taucht halt auch sonst in anderen Bars irgendwie auf und läuft da, ja, rum, und wahrscheinlich kommt sie vom Dorf und kann deswegen unermessliche Mengen Alkohol trinken, oh, und erzählt manchmal irgendwelche Wahnsinnsgeschichten und bestellt halt irgendwie, ja, einen klaren Korn, den sieht die Leber nicht. Oder solche ja, Sprüche. Und ständig, ganz schlimm. Ja. Uiui. Ja. Ja. Und du heißt jetzt Steffi Konrad, ne? Ja, ich heiße Steffi Konrad. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum, ne? Nee, außer Steffi Konrad, genannt Konrad. Genau. Okay. Konrad, magst du das einmal für uns in den Chat schreiben? Ja, klar. Dankeschön. Genau. Also in unseren Chat, oder? In unseren Chat, genau. Und genau, du kannst es auch in den, das ist egal. Du kannst es auch in den, genau, Twitch-Chat. Wer bin ich denn? Ich glaube, ich bin so ein total stiller Typ. Ich bin. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich diese silberne Handtasche wieder weggegeben habe, weil ich irgendwie eingesehen habe, dass ich einfach keine Rampensau bin und nie eine Rampensau sein werde. Egal, wie ich mir vorstelle, wie in einem Paralleluniversum ich so ein glamouröser Paradiesvogel bin, und ich bin es aber einfach echt überhaupt nicht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich für ein Geschlecht habe gerade. Weiß ich noch nicht. Gerade absichtlich im Sinne von, das ändert sich bei dir ab und an, oder? Nee, ich glaube, ich bin einfach noch unentschieden. Also ich als Schülerin bin noch unentschieden. Wie so oft. Aber das können wir schon mal festhalten. Also ich bin eher so still und keine Rampensau. Wahrscheinlich aber irgendwie bin definitiv die Person gewesen, die damals diese ganze Recherche gemacht hat zu den genauen Anforderungen, die wir brauchen für den Ausbau, damit das auch allen Normen genügt und dienen sowieso. Das habe ich alles ausgedruckt mitgebracht. Sehr gut. Und darauf bestanden, dass alles nochmal nachgemessen wird. War auch gut. Ich glaube, ich habe mich ungebührlich gefreut, Sachen mit einem Hammer zerschlagen zu können oder irgendwie die alte Toilettenschüssel kaputt zu werfen. Ja. Boah, ja, die alte Toilettenschüssel. Ja. Ja. Das ist Porzellan, die man sich nicht schneiden sollte, aber. Ja. 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 Ich nehme noch Vorschläge, Geschlechter entgegen. Ich habe immer noch so kein. Oder Outfit oder so Erscheinungsbild. Ja, kannst ja auch fluide sein. Oder? Nee, ich spiele super ungern fluide, weil ich das persönlich beim Spielen super verwirrend finde. Okay. Mich. Und.
nehme gerne irgendwas, aber ich weiß noch, es ist alles noch so graumausig gerade. Ja. Ich habe noch nicht so richtig Form angenommen. Sollen wir sonst schon mal? Vielleicht hilft dir das. Ja, gerne. Mm. Bitte. Michael, magst du schon oder soll ich? Ich habe zumindest einen Namen, habe ich gerade nachgeschaut. Jonka. Mhm. Schreibe ich auch bei uns im Chat. Ich glaube, sie ihr als Pronomen, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen am Herausfinden, ob sie vielleicht auch andere Pronomen verwenden möchte, ob es non-binary in die Richtung gehen soll. So ein bisschen questioning. Mhm. Ja, also lange Haare. Ich hatte jetzt mal, ich habe extra bei so türkischen Vornamen geguckt, dementsprechend. So entsprechend der Hintergrund macht halt die Ausbildung dazu. Ich habe keine Ahnung von Handwerk, irgendwas Passendes, Klempnerei. Schreinerin? Sure. Klempnerin? Ja. Und keine Ahnung, vielleicht erzählt sie auch jedem irgendwas anderes, was sie genau macht. Ob das jetzt Elektrikerin ist oder Schreinerin und so weiter. Jedenfalls denke ich, das ist mal so das vom Auftreten her schon jemand, der gerne mal so anpackt und vielleicht eher ansonsten bei diesen Besprechungen und Debatten zurückhaltender ist. Ne? Aber auf jeden Fall immer da und bleibt auch bis zum Ende zum Aufräumen. Ich glaube, du kannst auch einfach total viele Sachen. Du kannst halt aus wirklich vielen Gebieten so ein bisschen. Und ich glaube, du... Wenn sag, ob das für dich passt. Ich habe gerade gesagt, ob du vielleicht einfach so die ganze Zeit so ein bisschen so tief stapelst und immer nur sagst, ja, habe ich auf dem Bau gelernt. Und in Wirklichkeit hast du halt tierisch viel Fachwissen, was du dir angeeignet hast, weil du, keine Ahnung, schon von klein auf in irgendeiner Werkstatt immer rumgehangen hast und jetzt halt noch die Ausbildung machst. Oder ob du eher eine bist, die dann... Weil das klingt jetzt nicht so, als wärst du eine, die ganz stolz genau das sagt, was sie wird und dann auch... Nö, ich denke, das trifft zu. Also ich kann mir halt auch vorstellen, so jemand, was der halt nicht angehende Akademikerin ist und nicht aus so einem Haushalt kommt, dass man da vielleicht eher ein bisschen tiefer stapelt oder denkt so, ah gut, ich bin jetzt handwerklich begabt oder ich habe so praktische Lebenserfahrung, aber ich habe dafür sonst nicht so viel... Ja. Weil, also je nachdem bin ich gespannt, wie ihr das seht, aber ich kenne halt das vor allem so aus, keine Ahnung, so Queerbars, die dann halt auch gerne mal so ein Uni-Referat sind oder daraus sich entwickelt haben und dann hast du halt das entsprechende Klientel. Ja. 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 Wie sieht's denn aus bei dir, Sherry? Genau. Wann spielen wir, also Mitte, späte 90er haben wir gesagt, ne? Okay, wunderbar. Denn mein Name ist Rosamunde. Mal gucken. Ich glaube Wagner. Ja. Rosamunde Wagner. Ich hasse den Namen Rosamunde. Weshalb mich viele dann Rose genannt haben, was gar nicht schlecht gepasst hat. Inzwischen ist mein Spitzname allerdings Blümchen. Denn ich heiße mit Nachname ja auch Wagner. Ah. Ja. Oh mein Gott, ja. Und vor allem, du bist Blümchen. Ja, mache ich eine Ausbildung zur Floristin, was wunderbar passt, weil ich auch permanent alles mit Blümchen verziere. Also wenn ich irgendwo zuhöre, dann kritzel ich auf Servietten so diese Blumen. Ich mag Blumen wahnsinnig gern, weil sie so unterschiedlich sind und vielfältig und sie trotzdem so gut zusammenpassen, wenn man sie arrangiert. Und deswegen liebe ich das auch irgendwie, unsere Bar dann immer so zu schmücken, ob es jetzt andere auch für schön befinden. Würden sie mir wahrscheinlich nie sagen, wenn es nicht so wäre. Genau. Deswegen passt Blümchen vielleicht ganz gut. Genau. Und sie ist eher auch bunt gekleidet, also so eine helle Jeans. Waren da so Häkeltops in? Bestimmt.
Also auf ihn bestimmt häkelt sie also mich auch. Also jetzt nicht Mainstream-modisch, aber... Also jetzt bestimmt so ein selbst gehäkeltes Top, eine Jeansjacke und so eine Ponyhütchen selbst gehäkelte Mütze. Mhm. Genau, wo auch immer so ein Pony weggepustet oder weggestrichen wird. Und ich glaube, sie ist tatsächlich eher ruhig, aber wenn sie auftaut, dann ist sie halt sehr schnell und sehr enthusiastisch. Also wenn man sie geknackt hat, kann sie sehr, kann sie auch ein bisschen anstrengend werden. Aber wenn irgendwas noch Neues oder unbekannt oder Neues kennenlernen, dann eher ein bisschen zurückhaltender. Ja. Na gut, dann spiele ich auch eine sie ihr. Und ich glaube irgendwie, ich muss halt dann einfach, glaube ich, die Studentin sein. Steffi ist auch extrem Studentin, das ist halt nur. Ja, aber halt eben, was studierst du eigentlich? Irgendwas Geisteswissenschaftliches, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft. Ja. Was studiere ich denn? Nicht, dass ich jetzt Ahnung hätte. Keine Ahnung. Vielleicht studiere ich irgend sowas. Studiere ich Informatik vielleicht sogar? Ja, ich glaube, ich studiere Informatik. Und niemand versteht, wovon ich rede. Und das ist schon schade, dass ich mich da gar nicht irgendwie austauschen kann, weil in meinem Studiengang sind halt auch einfach quasi keine Frauen. So. Und da kann ich halt irgendwie, ich glaube, ich kann mich an der Uni, kann ich mich immer total gut mit den Jungs halt über die fachlichen Inhalte irgendwie austauschen. Aber da ist halt einfach so überhaupt nichts für die sozialen Kontakte ansonsten zu haben, weil da gehen einfach die Interessen zu doll auseinander. Und in der Queerbar habe ich halt, glaube ich, permanent so das Gefühl, ich bin irgendwie nicht cool genug und nicht hip genug. Und aber wo soll ich sonst hingehen halt? Und hadere, glaube ich, immer so ein bisschen so mit allem. Und jetzt brauche ich noch einen Namen. Wie heiße ich denn? Muss ich irgendwelchen Namen nehmen, die mich nicht sofort an irgendwelche Leute erinnern? Gott, jetzt fallen mir natürlich nur Namen ein von Leuten, die ich kenne. Hat jemand von euch einen Vorschlag? Also warte mal, wir haben Blümchen, wir haben Jonka, wir haben Steffi. Du könntest ja auch eine Steffi sein, natürlich. Mhm. Stimmt. Ja, ich glaube, ich bin die andere Steffi. Mich schreibt man aber ganz banal mit Steffi, mit zwei F. Mhm. Genau. Er ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Stefanie Rockstedt oder so. Irgend sowas, ja. Und ich glaube, ich bin einfach... Ich weiß noch gar nicht, vielleicht finden wir das raus, was Steffi noch, wo Steffis Wohlfühlbereich ist, weil ich glaube, den hat sie noch nicht so richtig gefunden. So. Aber Queerbar ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Und jetzt habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, auf wen ich so stehe. Ich glaube, ich stehe auf jeden Fall auf Frauen. Und ich glaube, ich bin einfach auch leicht begeistert und schnell verknallt. Und leide dann immer ganz schrecklich, weil, ja, ich mich natürlich eigentlich nie traue, das irgendwem zu sagen und schmachte dann immer aus der Entfernung. Meistens. Okay. Wollen wir unserer Queerbar noch einen Namen geben? Haben wir die benannt oder ist das dann eine Institution so?
Oh, ich glaube, wir haben den Namen schon geerbt. Das ist irgendwas, was in den 80ern cool war. Ja, vielleicht haben wir den ja auch mit der Renovierung nochmal geändert sogar oder so. Wahrscheinlich haben wir den geändert, aber alle nennen die trotzdem immer noch so wie vorher. So Rebranding ist voll daneben gegangen. Ist Jonka ist Türkin? Mhm. Dann ja vielleicht wirklich was in Bezug auf dieses auf das blaue Auge. Das heißt anscheinend Nazar Amulett. Ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt. Ja, wir sprechen es auf jeden Fall so aus. Ja, wir deswegen hat sich auch nicht durchgesetzt. Genau. Ja. Ah. Die sagen immer ins Nazar und alle anderen sagen was. Ja. Das heißt doch. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas finde. Kaninchenloch. Bei Kurt. Und niemand weiß, wer Kurt bei ist. Bei Kurt, oh. Ja. Oh. Ja, bei Kurt. Bin noch kurz bei Kurt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war das vorher auch, weiß ich nicht, war das vorher vielleicht so eine ganz super traditionelle Eckkneipe und dann haben wir die aus irgendeinem Grund irgendwie übernommen, weil, keine Ahnung. Das Problem ist, seitdem haftet dieser Geruch auch von Zigaretten wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, der ist nämlich noch von damals. Das ist genau, der hängt in allen Bodenfugen und so. Ja. Ja. Also heißen wir bei Kurz oder heißen wir... Ja, ich glaube, es gab diesen Vorschlag, dass wir jetzt das doch irgendwie Nazar oder Nazar oder wie auch immer, aber weil wir keine Ahnung haben und Jonka wahrscheinlich immer nur genervt mit den Augen rollt und immer gesagt, bei Kurt. Ich glaube, Kurz Wolf auf Türkisch, aber... Kurt, ja, von Kurt, ja, aber... Ja. Ja, aber egal. Ja. Genau, es heißt bei Kurt. Okay. Und aber mit K dann. Mhm. Ja, ja, ja. Mit C. Ja. Ja, das ist das Teilzahl der Kneipe. Ja. Wenn es wenigstens Schickurt heißen würde. Schickurt, ja. Oh Gott, ja. Das kann man auch nicht durchsetzen. Ja. Irgendwer hat es aber bestimmt mal versucht. Oder vielleicht haben wir so eine Veranstaltung. Da sind wir, glaube ich, zu früh dran. Ne? Das wäre, glaube ich. Ist hervorragend. Das ist, als Veranstaltungsname hervorragend, Schickurt. Ja, wir haben, glaube ich, irgendwie irgendeine regelmäßige Veranstaltung, die Schickurt heißt. Und da läuft dann. Da kommt dann nur so rauchig französische Musik. Französische. Genau, und das Konzept ist, es läuft französischsprachige Musik. Ja. Wir denken, wir sind super französisch. Alles, egal. Von. Aber jetzt werden wir natürlich von Nonge de Regretterie bis zu Suplan, Pour moi und so weiter. Ja, das ist voll gerade auch auf jeden Fall Plastikvertrauen. Das ist auf jeden Fall das Programm, genau. Genau. Hat jemand von uns diese Veranstaltung angefangen? Also ich glaube, ich habe das initiiert und dann gab es halt auch so eine Weinverkostung mit so, so Billigwein. Vom Discounter. Aus dem Tetrapack. Aha. Geil. Gott. Gott, Dinge, die ich verpasst habe zu veranstalten. Aber es wäre exakt das gewesen, was wir damals getan haben. Um mal kurz aus meiner realen Queerbar-Zeit zu erzählen. Das Flora-Tasting. Ja, wir haben sehr viele ironische Veranstaltungen gemacht und ironisches Wein-Tasting hätte ich uns zugetraut. Anyway. Shay, willst du eine Karte ziehen? Jetzt, wo wir Dinge wissen. Karte. Nee, stimmt, ich hätte angefangen, ja. Herz 8. Jemand aus dem Queerbar-Team hält sich öfter nicht an Absprachen. Warum ist die Person trotzdem noch im Team? Möchte das jemand von euch sein oder soll ich jemand Neues erfinden? Was dir lieb ist. Also ich bin's nicht. Ja, ich glaube, wir haben... Ja. An welche Absprachen denkst du denn? Vielleicht hilft das.
Also es gibt zwei Sachen, die mich total wahnsinnig machen. Und das sind so interne Absprachen. Eine nervt Steffi Kurt bestimmt auch, nämlich das ist diese Regelung mit der Tür, dass die permanent irgendwie auf und zu geht und dann, die sollen eigentlich immer diesen Stopper da einfach reintun, sodass die halt angelehnt ist und nicht so komplett zufällt, aber das halt nicht so viel reinzieht und die steht aber trotzdem dauernd sperrangelweit offen. So, das nervt mich, weil ich da einfach oft dagegen laufe. Nämlich auf meinem Weg zu unserem Plattenspieler, weil mich das absolut kirre macht, dass René, einer unserer Stammgäste, permanent die Platten wechselt, bevor das Lied vorbei ist. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn ständig die Lieder unterbrochen werden. Das ist auch so ungemütlich. Und dann, ja, das macht mich kirre. Deswegen muss ich dann immer ganz schnell dahin, um René wieder darauf aufmerksam zu machen, dass er doch bitte mindestens eine Minute laufen lassen soll und nicht nur 10 Sekunden. Und dabei knall ich dann auch noch gegen diese Tür. Ja. Sisyphus-Arbeit. Ist René das Bonzenkind oder ist es jemand anders? Der wurde bestimmt mal mit angeschleppt von dem Oh ja. Bonzenkind, aber ist er es nicht, nee. Ist Und wir sind René uns auch gar überhaupt nicht so intim? sicher. Ja, wir sind uns gar nicht. Nee, der René ist nicht. Ach so, sollte ja jemand im Team sein, ne? Du kannst das ja auch adaptieren, das ist ja Naja, das okay. Ding ist, er ist nicht wirklich im Team, hat es aber geschafft, hinten auf deiner Uhr drauf zu unterschreiben. Weil er halt Das schon hat. oft da ist und dann auch hilft, so bei dem Tauschflohmarkt, oder was war das Tauschmarkt, den wir gemacht haben. Und er hat halt auch bei der Renovierung geholfen. So ist es schon nett, aber manchmal nervt er halt auch so, weil, ja. Also mich nervt er manchmal. Der ist vielleicht so der Quotenschwule. Deswegen. Den Team. einen. Wenn wir alle Frauen sind. Aber mehr Bin werden wir dafür, haben. ich bin dafür, dass wir mehr haben. Ja. Mehr als einen, ja. Mindestens noch. Achso, nee, dann muss ja nicht. Aber. Ja. Naja. Ja, ich glaube, wir haben, also irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir gar nicht mehr so wirklich viele Männer im Team haben. Das war mal anders. Und jetzt wollen wir auch René halt, deswegen wollen wir René halt auch irgendwie, also so, er ist halt schon da. Solange wir ihn überstimmen können, können ist alles gut. Oh Gott. Seine Vorschläge sind auch nicht so, nicht, also oft halt eher nervig so. Oh mein Gott. Gott, ich sehe gerade den Beitrag im Chat. I tell you what I want, what I really, really want. Schack, Backstreet's back. Alright, und habe sofort den Sound dazu im Kopf. Danke. Genau. Ja, aber ich glaube, wir wollen ihn ja offensichtlich nicht rausekeln. Nö, das nicht, nee. Aber es ist schon harte Arbeit, ihn immer so ein bisschen im Griff zu behalten. Der meint es ja gar nicht böse. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Er hat einfach keine Impulskontrolle. Ja. Er ist leider auch hot. Ja. Was mich so ein bisschen verwirrt. Ja. Oh mein Gott. Was ich mir schon wieder angeschickt habe. Ich schreibe gerade noch eben kurz Aha. Fanfiction. Bin gleich wieder da. Ja, auf jeden Fall. Guter Charakter, René. Jetzt schon Ja, begeistert. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Soll ich die nächste Frage ziehen? Bevor wir uns in René verlieren. Ja, Oder nee, ich werde verlieben. dir. So, ich habe die Pik 7. Ihr habt eine Veranstaltung außerhalb der Queerbar-Räume gemacht. Was war es für eine Veranstaltung und wo hat sie stattgefunden? Wir haben. Wir haben. Ich erzähle euch jetzt einfach reale Geschichten mit leicht fiktiven Elementen. Wir sind mit Kurt, also mit dem gesamten Kurt-Paket zu einer Cruising Area gegangen, haben da ein paar Tapetentische aufgebaut und ein paar Bierkästen hingetragen und haben da quasi unsere Bar draußen veranstaltet, haben über einen Generator Strom gehabt für Musik.
und haben bestimmt auch Safer-Sex-Material ausliegen gehabt. Und wir hatten so diese Idee, dass wir da ja nochmal mit ganz anderen queeren Leuten in Kontakt kommen können. Und das war natürlich gleichzeitig auch so ein Statement, dass eben jede Form von queerer Subkultur auch irgendwie cool ist und dass wir das auch supporten. Aber es war halt gleichzeitig auch so ein bisschen arrogant von uns zu denken, dass die jetzt auf uns gewartet haben und dringend von uns bespaßt werden wollen und dass wir da irgendwie Störfaktor sind, das haben wir, glaube ich, erst so ein bisschen hinterher gecheckt. Und dann, ja. Aber ansonsten war es schön, so draußen im Sommer irgendwie da an diesem, wo waren wir denn, an so einem, wahrscheinlich in so einem Park mit einem angrenzenden waldartigen Stückchen, wo halt die eigentliche Cruising Area war, und es war aber auch was, sonst, so unter uns war es idyllisch, so. Aber ich glaube, bei den da zum Cruisen da gewesenen waren wir eher ein bisschen nervig. So. Also wir hätten doch überall hingehen können. Ja. In Wirklichkeit hätte es überall stattfinden können, und so wären dieselben Leute da gewesen. Ja. Obwohl, ich glaube, eine einzige Person, die wir nicht kannten, kam halt irgendwann vorbei und hat sich noch ein Bier geholt. Und hat dann einfach hat die Flasche mitgenommen und ist weggegangen. So. Aber das hat nicht so geklappt mit dem Kulturaustausch, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber war schön draus. Ja, Peak Königin habe ich. Es gab einen Selbstverteidigungsworkshop in der Queerbar. Mit wem bist du danach nach Hause gegangen? War eine gute Frage. Was ist, mit was für Leuten geht Konrad nach Hause? Oder zu wem geht Konrad nach Hause? Und von welchem Verständnis von nach Hause gegangen reden wir hier? Ja, ja. Das ist. Weil ich glaube, Konrad ist schon Trainerin. Mhm. Halt, die Trainerin war, ist halt reingekommen mit so, ja, ich bin halt tolerant und ich kenne Leute von der Uni und magst du nicht einen Kurs geben und so. Und dann war sie halt auch irgendwie neugierig und dann hat Konrad sie halt irgendwie mitgequatscht. Mhm. Weil es ist halt auch, also ich stelle mir Konrad auch wie eine Person vor, die eben auf ihr Hetero-Disco-Partys irgendwo geht und da halt mit Frauen rummacht und mal gucken, was so wird. Mhm. Wir machen das ja nur für die Aufmerksamkeit und dann halt, ja. Also nutzt ihre weißen, cis, gut aussehenden Privilegien komplett aus für ihr Leben. Und ja, genau, das hat mit der Trainerin halt auch geklappt. Mhm. Also du bist eigentlich vor dem Workshop mit der Trainerin nach Hause gegangen? Nee, ich bin mit der, nein, ich bin sozusagen, die Privilegien auszunutzen und attraktiv zu sein. Nein, das ist schon nach dem Workshop passiert. Das ist halt, das war eine andere Situation, aber eben dieses so, sie erkennt, wenn Leute neugierig sind. So. Das ist ihr fein getuntes Gator sozusagen. Mhm. Ja. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ziehe ich die nächste. Und zwar Karo 5. Warte oben. Deine romantische Beziehung ist, / war, ebenfalls im Queerbar Team. Wie beeinflusste das die Teamdynamik? Wäre das okay, wenn ich mal mit Blümchen was hatte? Hm.
das war dann wahrscheinlich nicht so lang. Weil Blümchen wahrscheinlich dann so nach ein paar Tagen gesagt hat, du, also irgendwie bin ich nicht so gut im Nein sagen und ich habe das jetzt mal probiert, aber... Und ich glaube, das hat natürlich das auch... also wir sind dann jetzt inzwischen, glaube ich, wieder cool, aber... als das gewesen ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass wir dann auch uns so ein bisschen gemieden haben. Und wenn dann irgendwie wir vielleicht für eine Schicht eingeteilt gewesen wären zusammen, dann nur eine erschienen ist und das schon irgendwie so ein bisschen die Arbeit und die Zusammenarbeit erschwert hat, zumindest für eine gewisse Zeit. Bestimmt, ich glaube, Blümchen hat in der Zeit ganz oft mit René diskutiert, um anderen Sachen aus dem Weg zu gehen. Ja. Und ihr wart auch, ihr wolltet halt immer diskret sein und dann habt ihr immer beide versucht, eure Schicht zu tauschen. Und irgendwie, ja. Ja, ich glaube, richtig aufgefallen ist es, als wir beide die Schicht getauscht haben und dann die gemeinsame, dann wieder gemeinsam die Schicht hatten. Ja, genau. Und dann war es halt so irgendwie so, das Haus war voll und wir mussten beide zusammenarbeiten, sind dann so ein bisschen wortlos. Weil ich hab dir dann, glaube ich, auch so ein, zwei Tage so die kalte Schulter gezeigt und auch nicht mit dir geredet. Und dann ist es halt schwierig, wenn man sich eigentlich abstimmen muss. Ja, aber ich glaube, dann gab es wahrscheinlich irgendwie so eine Intervention, hey, auf der Mitte dann. Und dann sind wir jetzt wieder cool. Konrad, haben wir da, haben wir uns darüber unterhalten, während das, während diese Vermeidungsphase lief? Bestimmt, bestimmt. Weil ja wahrscheinlich die auch versucht haben, mit uns irgendwie Schichten zu tauschen. Ja, ja. Also ich gehe davon aus, dass wir uns da auch darüber unterhalten haben und uns gefragt haben, was da los ist. War das bevor oder nachdem Blümchen als aromantisch bekannt war? Ich glaube davor. So kurz davor. Wahrscheinlich noch relativ am Anfang auch von der Zeit, wo sie überhaupt in der im Nazar war. Bei ja, Kurt. Damals noch bei Kurt, genau. Damals und für immer bei Kurt. Aber das finde ich auch eine super, super Detail, weil dann war das nicht, dass wir letztlich wieder zusammengekommen sind, nur weil die anderen gesagt haben, rauft euch zusammen, sondern du hast mir dann halt auch mal anvertraut, was bei dir so los ist und wie du fühlst und so weiter, und dann konnte ich das halt nachvollziehen. Ja. Cool. Ja. Ich habe bestimmt im Uni-Rechenzentrum für Blümchen-Informationen recherchiert. Auf ja. Englisch, über Alta Vista im Browser. Ja, habt ihr das ausgedruckt? Mein Rat wäre eher, dass man auch mit Leuten schlafen kann, ohne romantische Beziehungen zu haben. Es geht sehr gut. Ich war danach bestimmt 2 Tage nicht in der Bar. Ob ich jetzt über Steffi Konrads Aussage nachgedacht habe oder über den ausgedruckten Blättern, man weiß es nicht. Ja. Ja, haben wir aber noch nicht geklärt, ne? Was, ob aromantisch auch asexuell bedeutet. Also, aber jetzt machen wir das Karo 3. Eine Veranstaltung, in die ihr viel Energie und Arbeit gesteckt habt, ist gescheitert. Wie seid ihr im Queerbar-Team damit umgegangen? Wir wollten so einen lustigen Karaoke-Abend machen. Und der hat auch eigentlich ganz gut gestartet, der Abend. Aber es gab ein Problem, nämlich erstens mal, es gab sehr, sehr viele schlechte SängerInnen,
so, dass man wirklich Schwierigkeiten hatte, irgendwann noch zuzuhören. Das war noch nicht so das Problem, weil da war zumindest der Spaßfaktor noch da. So, und die meisten haben ja auch mitgegrölt. Aber als dann der Heiratsantrag gemacht wurde, in der Bar, der abgelehnt wurde, war die Stimmung so ein bisschen im Keller. Oh mein Gott. Wem hat René einen Antrag gemacht? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, René hat, hat Francis einen Antrag gemacht. Das ist ein ehemaliger, oder das ist ein US-Soldat, der aber wieder zurückgegangen ist in die USA. Genau. Und deswegen, ja, und jetzt ist René so am Hadern, weil eigentlich ist es total schön, Francis hätte vielleicht sogar gerne ja gesagt, aber er hat so wahnsinnig Heimweh, deswegen will er halt zurück. Und jetzt ist die neue Situation, dass René vielleicht ja so am Struggeln ist, ob er dann nicht mit Francis mitgeht stattdessen. Und deswegen sitzt er jetzt ganz oft bei uns am Tresen und heult sich da ein bisschen aus und macht immer so Pro- und Kontralisten mit uns, vielleicht sogar mit Steffi. Mhm. Weil die sehr gut ist, glaube ich, im Listen erstellen vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ich regel mein gesamtes Leben mit Listen. Ja. Aber es braucht halt sehr viel Zeit und es nimmt sehr viel Raum ein und es nimmt vor allem Steffi ein und wir brauchen Steffi halt auch eigentlich in den Schichten, in denen sie eingeteilt ist in der Bar und nicht nur für Renés Lebensberatung. Ja. Ja. Und Steffi hat, glaube ich, was Steffi nie sagt in diesen Gesprächen und immer nur heimlich denkt oder vielleicht mit euch bespricht, ist, dass sie eigentlich denkt, dass diese ganze Geschichte mit der Homo-Ehe sowieso komplett der falsche Ansatz ist und man müsste doch die Ehe insgesamt abschaffen. Dann äußert, also Steffi neigt ja sonst nicht so wirklich zu so radikalem Gedankengut und irgendwie so politischen Äußerungen. Ich glaube, die hält sie immer sehr zurück. Aber das ist was, da hat sie sich jetzt eine Meinung zugebildet und da ist ihre Meinung, dass das einfach alles Quatsch ist und dass das eine viel zu eingeschränkte Sichtweise ist auf ein existierendes Problem von Benachteiligung und sie hat da mal was recherchiert. Ja, aber ich würdige ihre Empathie, das René nicht zu erzählen. Ja. Und gibt es noch Karaoke-Abende? Und wenn ja, gibt es dann jetzt irgendwie so Regeln? Oder haben wir das Format nicht mehr? Mhm. Wir haben bestimmt noch Karaoke-Abende, doch. Ja, vor allem, vielleicht steht mal wieder ein Chic-Hürt-Karaoke-Abend an. Die sind dann besonders lustig. Gott. Ja, ich glaube, Konrad würde Leute auch versuchen zu überreden, einfach eine andere Bar zum Karaoke zu gehen, wo die Maschine besser ist. So. Ja. Auch sozusagen in einem gewissen Unverständnis, dass es für die viele ein weniger sicherer Raum ist da. Wer von uns singt denn mit beim Karaoke-Abend? Oh, Blümchen singt mit. Ja, was singt Blümchen so? Was sie singt? Ja. Mhm. So ziemlich alles, aber halt falsch. Also, ja, sie sind ziemlich. Also es ist ungefähr so wie bei dem Interview auch, dass sie denkt, sie hat das richtig super gemacht. Denkt sie auch bei den Raugeamten, dass sie das super macht. Ja. Und ihr beiden singt hier mit? 100%. Ja. Ich glaube, ich sing nicht. Singst du ernsthaft, Konrad, oder singst du ironisch? Ich glaube, ich kann also schon ab und an Partylieder, aber manchmal halt auch irgendwas so ergriffen. Also, ja, ich bin mir 100% sicher, dass Konrad die Lassie Singers hört, zum Beispiel. Oh mein Gott. Aber halt ja. Im Gesang halt schon irgendwas dann, was ja. Halt, also durchaus auch mal ernsthaft und auch jetzt nicht komplett unfähig so. Ich glaube, Steffi hat bis jetzt noch nicht gesungen, weil sie immer noch versucht,
Mut zu fassen. Ich glaube, sie würde gerne mal. Gott. Ich habe sie Mitleid mit Steffi, weil ich immer nur Steffi. Go for it, you can do it. Ich könnte mir vorstellen, also musst du sagen, ob du das lustig findest oder cool findest, dass wir vielleicht dann auch mal so für die Schüchternen, weißt du, so eine Stehwand, weißt du, so eine Trennwand dann einführen, wo sie dahinter singen können. Geil, dann kannst du heimlich singen. Die Milchglaswand, wie ist das? Schreinemarkers, die Show, wo die Milchglaswand war in den 90ern? Oh mein Gott, ja. Ja. Ich glaube, Steffi würde sich wahrscheinlich eher überreden lassen, ein Duett zu singen. Oh. Wenn irgendwer mit ihr singt, dass sie da nicht alleine stehen muss vor all den Leuten und irgendwie sowas. Aber auch das hat sie sich... Das wirkt auch tatsächlich wie ein Konrad-Ding, also dieses so Leute auffordern mitzusingen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weiß Konrad denn, dass Steffi gern mal singen würde? Oder ist sie so diskret mit ihren Wünschen, dass... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es schon mal etwas passiert ist, dass sie irgendwie halt praktisch irgendwie da mit zwei Kurzen zum Mut antrinken hingegangen ist, weil das ist halt die Art von Person, die Konrad ist. Und dann so, hey, lass mal singen. Ich glaube, wir haben hier irgendwie... was auch immer Steffi halt gerne hört, so, wo davon ausgeht, dass sie den Text auch wirklich kann. Ja. Ja, es war bestimmt irgendwas, was nicht total neu war, sondern irgendwie sowas, keine Ahnung. Das fällt mir natürlich nichts an, keine Ahnung, sowas wie Eurythmics oder so, Sweet Dreams. Ja, ja. Oder irgendwas, was gesanglich nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, aber... Ja, auch kein klassisches Duett, aber ja, genau. Wir haben es als Duett gesungen. So. Ja, genau, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Sehr cool. Gibt bestimmt bessere musikalische Referenzen, die mir nach diesem Stream einfallen werden. Ja, ich bin mit Lassie Singers schon sehr zufrieden als. Also, der ist auch gut. Sehr gut. Genau. Ja, man merkt, dass ich kein Karaoke singe, ne? Dafür nichts griffbereit habe, was man bei Karaoke brauchen könnte. Anyway. Soll ich mal eine neue Karte ziehen? Mhm. Da haben wir noch Dinge zu Karaoke. Wir haben noch nicht rausgefunden, ob Jonka singt, oder? Ja, genau. Ich glaube, ich singe nicht. Höchstens beim Aufräumen und Putzen, wenn ich denke, ich bin unbeobachtet. Mhm. Und keine Ahnung, dann irgendwie zu so einem Jubiläumsevent oder sowas vielleicht mal. Aber die ersten ein, zwei Jahre auf keinen Fall. Also du hast praktisch heute Abend vor zu singen, weil wir ein wichtiges Jubiläum haben. Ja. Ja. Oh ja. Ich denke, darauf läuft es hinaus. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ich habe die Pik 5 und die Pik 5 ist, was für Menschen hättest du gerne mehr in der Queerbar gesehen und weshalb haben sie sich dennoch nicht willkommen gefühlt? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe vor allen Dingen keine Ahnung, was Steffi gerne mehr gesehen hätte. Hat jemand von euch eine Idee? Sonst ich ziehe einfach eine neue Karte. Wenn du keine Inspiration hast, ist eine Frage, soll ja letztlich auch dein Charakter bringen. Ja, nee, ich glaube, ich habe einfach gerade keine Idee und... Vor allem, also so wie wir es bisher beschrieben haben, habe ich auch nicht den Eindruck, dass irgendwie sich Leute groß unwohl fühlen oder... Ja, also ich kann mir das vorhin vorstellen, aber lass uns einmal eine neue Frage nehmen. Also, die neue Frage ist, nach einem furchtbaren Tag warst du abends in der Queerbar, was hat dir da die Laune gerettet? Oh Gott, ich glaube, das war so ein Tag, wo ich in der Uni mir wieder den ganzen Tag irgendwelchen Unsinn anhören musste von was ich
was ich denn als Frau in der Informatik mache und permanent meine Fähigkeiten in Frage gestellt wurden und niemand da war zum drüber ranten und es war einfach und es war ein langer Tag und es war einfach alles scheiße. Und dann bin ich halt abends in die Queerbar gegangen und ich glaube, wir haben vielleicht eine semi-elektronische Kasse oder so. Und die war irgendwie kaputt und ich konnte die reparieren. Wahrscheinlich hat Jonka den mechanischen Teil gemacht und ich habe irgendwie irgendwas dran gemacht und das war einfach so dieses. Und alle fanden es so dermaßen cool, weil niemand anders halt diese Sachen kann in der Bar. Und das war einfach so dieses, mein Gott, und das konntest du und wie geil. Und das hat so viel rausgerissen. Irgendwie. Das hat mir echt irgendwie... Ja, also das war schon nochmal Ausgleich. Und das war, glaube ich, auch der Abend, wo wir dann Karaoke gesungen haben. Ich glaube, dann war ich so dieses so, ja komm, also... Lass dich von diesen Honks irgendwie nicht runterziehen und du bist schon irgendwie cool und dann kannst du jetzt, komm, mach jetzt, ne? So. Und aus der Stimmung kam das, glaube ich, Moment mal eben. Lass mich mal hier einmal. Genau, aus dieser Stimmung kam das und es war echt ein lustiger Abend. Ich habe wahrscheinlich zu viel getrunken für meine Verhältnisse. Aber es war sehr wert. Es war sehr wert. Und ich habe festgestellt, dass ich in dieser Kassenreparatur kann es sein, dass ich mit Jonka irgendwie Gemeinsamkeiten gefunden habe, über die wir vorher einfach nie gesprochen haben. Mm. Dass wir ja beide in so Männerdomänen unterwegs sind und halt in gänzlich anderen Bereichen, aber irgendwie da so total ähnliche Erfahrungen machen. Und ich glaube, irgendwie haben wir da so eine Connection gefunden, die wir vorher nicht hatten. So. Mhm. Finde ich gut. Vielleicht habe ich jetzt einen Crush auf dich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finde Blümchen das gar nicht so gut. Ja. Das geht schnell. Und dann sitze ich jetzt natürlich wieder da und denke, oh Gott, aber das kann ich ihr doch nicht sagen, weil jetzt haben wir gerade irgendwie diese Ebene von Freundschaft und dann, oh nein, und ja. Das ist mein neues Problem. Irgendwas ist immer, ja. Cool. Nächste Karte? Ja. Das ist die Pike 9. Wer in der Queerbar hat dir am meisten über queeres Leben beigebracht? Oh, gute Frage. Wer hat die Geduld für sowas? Meine Frage... Ist das jemand von uns oder gibt es noch einen NPC? Ja, ich sehe es gerade auch eher in einem NPC-Bereich, glaube ich, so im Sinne von... So Elder Queer oder sowas. Ja, also wahrscheinlich irgendwie. Ja, auf jeden Fall irgendwie. Ja, ich habe gerade keinen coolen Namen parat, aber irgendwie älteres Femme-Butch-Paar, die halt so ein bisschen die Klassiker mir erläutert hat. Ja, warte. Micha ist die Butch, wenn das für dich okay ist, Michael, und nicht zu nah dran. Und Gabi ist die Femme. Genau, die haben mir halt Konzepte beigebracht, deswegen weiß ich jetzt, was Stone ist und bin aber eben sozusagen modern genug, um das als, ich kann Femme und Stone gleichzeitig sein, auszulegen. Und ja, auf jeden Fall, die haben mir was über das queere Leben beigebracht und eben so ein paar
paar Klassiker, was Identität angeht, die halt eben vielleicht einfach so generisch lesbisch nicht abdeckt. Ja, und sie haben dir auf jeden Fall die Übersetzung von Stormwatch Blues in die Hände gedrückt. Ja, ich würde es wahrscheinlich auf Englisch lesen können, aber ja. Ja, also kannst sie du auch Englisch lesen. Sie halt, nee. Warte, ich gucke jetzt, ob wir historisch korrekt sind. Sorry, so viel Genauigkeit muss gerade sein. Was meine innere Steffi, ist das denn? Meine innere Steffi muss gerade mal hier, das ist die deutsche Übersetzung, Träume in den erwachenden Morgen, das ist die erste Ausgabe. Und die ist von, lass mich nicht lügen, warum ist das Impressum nicht vorne? Wo ist das Impressum? Weit hinten. 96. Ja, also 95 auf Englisch und 96 auf Deutsch. Ja, also frisch verfügbar sozusagen. Frisch verfügbar, genau. Du hast, ja, sogar auch das, du hast auch das einzige Butch-Fan-Buch, was jemals auf Deutsch erschienen ist, hast du auch zu der Zeit schon im Buchladen. Es heißt Butch-Fan, eine erotische Kultur. Nice. Bestimmt gelesen. Bestimmt. Genau, ja. Genau. Und ja, Stormwatch Blues, weil Michael fragte, ist halt ein Buch, das also autobiografisch eben sozusagen die Arbeiterklasse, Butch-Fam-Szene, USA, Mid-Century so beschreibt, die Erfahrung eben widerspiegelt. Und Stone ist halt eine Identität, der ich mich auch bis zu gewissen Grad angehörig fühle, die halt auch viel mit ja, mit Sexualität zu tun hat, im Sinne von, dass man dabei eben nicht penetriert wird und oft auch den Orgasmus der anderen Person in den Mittelpunkt stellt. Und ja, genau. Dinge, die sich halt gut mit sowohl Dysphorie als auch Grey Ace Identität verbinden lassen, eben aber als was Positives frame. Ja. Und das Buch gibt es auf cool. Englisch kostenlos zum Download. Wenn ihr Stormwatch Blues eingebt, dann findet ihr das als PDF. Von Leslie Feinberg, inzwischen leider verstorben. Aber. Genau. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Also all the Content Notes, aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ja, ja, genau. Polizeigewalt, cool. Sexuelle Gewalt wird da geschildert, ja. Weil die Realität und ja, Leslie Feinberg, ja. Weil sie ihr letzter Wunsch, wir sollen als radikalen Kommunist davon denken. Also ja, genau. Genau. Und wie gut, dass Micha und Gabi das schon hatten oder du das schon gekriegt hast. Genau. Mm. Okay. Genau. Dann ziehe ich die nächste Karte. Muss auch nicht umdrehen ziehen. Kreuz 6. Und wo ist Kreuz? Du kannst im Google Doc übrigens die Seitennavigation benutzen. Dann ja, da habe ich nicht gedacht. Als du Türdienst hattest, hast du jemandem zu Unrecht den Zutritt zur Queerbar verwehrt. Mhm. Was hatte das für Konsequenzen? Also ich bin da auf jeden Fall offen für Input, was das vielleicht gewesen sein könnte. Ob das sowas war wie... Ich bin ja auch durchaus offen dafür, so ein Charakter zu sein, der vielleicht jetzt nicht perfekt ist und flawed ist. Und vielleicht war das so auch in der Anfangsphase, wo ich dann halt mehr so ein bisschen... ja, so einen Test gemacht habe, quasi. So, hier, sag mal doch irgendwie, zeig, also nicht unbedingt Wissensabfrage, aber so perform mal oder mach deutlich oder zeig, dass du irgendwie Wissen, Zugang, sonst was hast, zur queeren Szene. Und dann war das vielleicht wirklich so eine ganz junge Person, also keine Ahnung, 16, 17, 18, so dass es halt schon reinpasst in die vom Alter, aber halt irgendwie vom Dorf, ohne Vorerfahrung, ohne Möglichkeit, irgendwen zu fragen. Und dann hat die Person natürlich keine Anknüpfungspunkte gehabt und wusste halt so Touchstones nicht zu benennen.
Und hat auch, und dann habe ich halt auch so gefragt, ja, willst du wirklich ran? Also nicht so abweisend, aber im Sinne von, willst du nicht dich erstmal ein bisschen schlau machen, ob das das Richtige für dich ist und so weiter und so fort, weil das vielleicht auch jemand sehr Schüchternes war. Und die Person ist dann nicht gekommen und nicht reingegangen. Und ich glaube, da hat mich dann jemand von euch auch drauf angesprochen im Nachgang. Ja, also im Sinne von Konsequenzen, was war das? Vielleicht war das ein Moment, wo Steffi mal so richtig wütend geworden ist. Weil sie da sich so drin wiedergefunden hat, irgendwie vor ein paar Jahren. Und weil sie ja auch die ganze Zeit immer denkt, sie gehört nicht so richtig dazu. Und das hat sie da, das floss alles noch zusätzlich mit rein, in dass es halt an sich schon nicht cool war. Und ja, ich glaube, sie ist erstens richtig wütend geworden und hat irgendwie von sich quasi vor allen Leuten irgendwie zur Rede gestellt. So. Und ich überlege jetzt, ob wir noch irgendwas. Ich überlege gerade, ob es irgendeine Sache gibt, die für unser Team glaubwürdig wäre, in Richtung, ob wir versucht haben, das wieder gut zu machen. Ich glaube, es ist halt einfach super schwierig im Sinne von, selbst wenn wir die Person außerhalb wieder treffen, die anzusprechen, will sie ja outen. Ja. Ich wäre jetzt gerade eher so, ob irgendwie, ob Steffi vielleicht danach immer kam und Jonka immer irgendwelche Sachen gebracht hat, so nach dem Motto, hier guck mal, hier gibt es so ein Projekt, wo Leute in Schulen gehen und was über queeres Leben erzählen und willst du da nicht mal mitmachen und immer so ein bisschen penetrant dich genervt hat. Ich weiß nicht, ob du das angenommen hast, aber ich glaube, sie hat es eine Weile versucht. Dich irgendwie in, also so nach dem Motto, also einerseits so ein bisschen mach mal so quasi so Outreach-Geschichten Ja. und gleichzeitig aber auch benimm dich bitte mal ein bisschen vorbildhafter. So. Und ich weiß nicht, ob, wie gesagt, für mich ist es okay, wenn du es nicht gemacht hast, aber ich glaube, das war so ein Versuch. Also ich glaube, das hängt davon ab, ob das, weil so würde ich jetzt meine Figur da einschätzen, ob das so eine Einladung war, hey, lass das mal gemeinsam machen, ich, ne? Dann wäre sie da offen für, und wenn das so ist, hier, mach das mal, dann wird das wahrscheinlich nicht durchdringen. Oh, vielleicht haben wir das zusammen gemacht. Vielleicht hast du das erst abgewehrt und irgendwie so gemeint, ja, dann komm du doch mit und dann Steffi so, vor Leuten reden und weißt du, wie schlimm Teenager sind? Und hab dann aber gedacht, naja, gut, also komm, wenn Jonka neben mir steht, dann wird schon nichts passieren. So. Cool. Und vielleicht haben wir es zusammen gemacht und waren dann so eine ganze Weile in so einer Gruppe, die halt immer wieder in quasi Schulen gegangen ist und sich hat Löcher in den Bauch fragen lassen zu Basics. Und dann hat nämlich Steffi angefangen, so eine Internetseite zu programmieren mit Infos. Weil bestimmt bald alle Internet haben. So. Cool. Kam diese Person irgendwann noch mal wieder? Oder geht die jetzt nur noch in die Bahnhofskneipe, wo sie sowas nicht erlebt? Ich glaube, die Person kam noch mal, aber ich habe sie nicht erkannt. Oh ja.
Weil, keine Ahnung, irgendwas verändert, neuer Look, Transition, wie auch immer. Also auf Ja. jeden Fall irgendwie auch so eine andere Ausstrahlung gehabt, ein anderes Wissen, älter natürlich dementsprechend, sodass ich da gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und dann vielleicht mal irgendwie abends so kurz vor Schluss wurde ich dann nochmal drauf angesprochen, so hey, jetzt weiß ich Bescheid, was denn der an. Ja. Und dann ist mir wahrscheinlich in dem Moment ist auch so ein bisschen peinlich, aber beim Getränk dann sind wir in der Lage zu quatschen und das aus der Welt zu räumen. Okay. Ich habe ja als Spielerin immer das Bedürfnis, mit dieser Frage ein Happy End zu geben. Ich kann das schlecht einfach nur stehen lassen. Das passt ja auch Das sollte scheiße zum sein. Overall-Tone, finde ich, jetzt so was wir bisher haben. Ne? Dass jetzt nicht irgendwie sagst, oh, und das war jetzt, na, wir haben ja auch mit Safety alles abgesprochen, dass es nicht mega tragisch wird. Ja, Ne? ja. Wir gönnen es der Person. Ja, voll. Das war Pete. Also Piet. heißt die Person jetzt, aber mit IET. Es gab eine. Ich habe hier die Fragen mit Veranstaltungen, ne? Es gab eine großartige Motto-Party in der Queerbar. Was war das Motto? Was hattest du an? Ich glaube, du hast die falsche Frage genommen, aber es macht nichts, nimm sie trotzdem. Ach so, was habe ich genommen? Du hast die für die Neuen anstatt für den Bogen, Oh. aber das macht gar nichts. Nur wenn wir nachher die Neuen kriegen, dann müssen wir dran denken, dass wir tauschen. Okay. Nimm gern die Frage, die du vorgelesen hast. Okay. Ich glaube, es war ganz, ganz klassisch einfach Fasching oder Karneval oder wo auch immer wir sind. Passt ja fast noch in unsere Zeit. Man durfte auch unverkleidet kommen, weil manche das einfach nicht gern mögen. Die, wenn ich auch das Gefühl, schon verkleidet gewesen zu sein und jetzt froh, das eben nicht mehr machen zu müssen. Ja, aber manche haben halt trotzdem Spaß dran. So. Und Blümchen natürlich auch. Und sie war eine Sonnenblume. Sie hatte so ein gelbes Ding ums Gesicht und hat dann immer gesagt, nein, ich bin keine Löwin oder kein Löwe, ich bin eine Sonnenblume. Ja. Möchte natürlich sofort wissen, was wir anderen für Kostüme anhatten. Ja. Also ob wir da waren und wenn ja, was wir anhatten. Hattet ihr Kostüme an? Yep, ich bin als der Arrow-Color-Mann von J.C. Lydecker gegangen. Also absolut obskure Kunst. Das sagt mir absolut überhaupt nichts. Wovon redest du? Sag nochmal, ich suche das. Wenn die Der Katze nicht vom Haus ist. Arrow-Color-Mann war halt ein Sexsymbol der Oh mein Gott. 1905 bis 10er Jahre so. Und J.C. Lydecker hat ihn halt gezeigt, ein schwuler Künstler, der das Model war, Charles irgendwas war sein Freund und sowas wie halt grüne Krawatten, das war halt ein Ding, wie man sich queer kodiert hat Ah, der. Ja. in die Jahrhundertwende und halt entsprechend also Konrad hat halt eben eine obskure Kunstgeschichte Referenz gemacht, die Leute damals noch weniger verstehen als wir jetzt, weil sie kein Internet haben, aber sie fühlte sich clever. Wow. Ich kannte tatsächlich nur die grünen Nelken im Knopfloch. Ich teile Und von das Oscar mal. Wilde. Genau. Das sehen Sie, jetzt hier noch alle noch was gelernt. Ja, ich habe schon ganz viel gelernt, wirklich. Genau. Genau. Aber hallo. Jetzt, was hat sich denn Steffi verkleidet? Wenn du noch kurz Bedenkzeit Ja, brauchst, sag gerne. ich glaube, Jonka, und das hat sie schwer bereut, ist als Piratin gegangen, mit Augenklappe. Und jede Person irgendwie hat dann das als Einladung genommen, zu gucken, ob sie beide Ja. Augen hat oder nicht, weil es ja diese Legende gibt von dem Oh Glasauge. nein.
Und das war, keine Ahnung, am Anfang war es noch lustig, aber wenn das halt 3-4 Mal in kurzer Zeit passiert, dann nicht mehr. Oh no, ja. Was hat Steffi denn angehabt? Ich glaube, Steffi hat... Ich habe gerade, ich habe noch keine so eine richtige fertige Referenz, aber vielleicht habt ihr Ideen. Ich habe gerade gedacht, vielleicht hat Steffi irgendwas gefunden. Vielleicht sowas wie Marlene Dietrich oder so. Was nicht so richtig, was weder so richtig Femme ist, noch so richtig Butch ist, aber halt schon irgendwie sehr hochgedrehtes Gender. Und hat vielleicht wirklich so ein Marlene Dietrich-Frack mit Zylinder und aber Lippenstift getragen und hat sich unfassbar wohl gefühlt. Und kam überhaupt nicht klar darauf, wie gut sie sich fühlt in diesen Klamotten und in genau dieser Kombination. Ich könnte mir vorstellen, dass danach auch dieses Gerede über diesen einen Abend, an dem sie so toll aussah, jetzt einen neuen Bezug bekommt. Ja. Mit dem Umstyling, das jetzt eher... Ja. Ja, ich glaube damals, das war wirklich so eine mach doch mal so Diva. Ich weiß nicht, vielleicht war auch Gabi irgendwie daran beteiligt. Ich weiß nicht, ob Konrad daran beteiligt war, aber Gabi war auf jeden Fall, die dann meinte, ach komm, jetzt mal glamourös und das steht dir doch total gut und hat sie dann irgendwie in so ein Kleid gesteckt. Was wie gesagt objektiv gut aussah, aber halt nicht Steffi war und irgendwie... Ja, und also ich glaube, weil Gabi und Micha halt auch so als so dauernd in der Bar sind und immer so dass sie immer dachte, sie muss irgendwie das eine oder das andere und das war sie halt beides nicht. Und obwohl sie beides irgendwie attraktiv findet, aber halt nicht an sich. Und aber so diese Mischung, das war's dann. So. Und ich glaube, sie hat dann auch wirklich, sie war dann auch plötzlich, sie war wirklich, glaube ich, wie jemand anders, weil sie plötzlich so entspannt war. Und ich glaube, das habt ihr vorher einfach noch nicht so richtig erlebt, dass Steffi mal so richtig entspannt ist. Also vielleicht so ein bisschen beim Kasse reparieren, aber da hatte sie ja auch noch schlechte Laune. So am Anfang und... Sie hat sogar mit irgendwem so richtig offensiv geflirtet. Tja, ich weiß nicht mit wem, aber das war's. Und jetzt muss ich vielleicht doch nochmal shoppen gehen. Unser Event. Ja. Dann nehme ich mal die nächste Karte. Wir haben die Herz 10. Es gibt eine Sammlung mit Erinnerungsstücken aus den Anfängen der Queer Bar. Welches Teil daraus fasziniert dich am meisten? Oh. Also die Uhr habe ich ja schon in der Küche. Also ich meine, ich wüsste eben, ich habe jetzt Ideen für mich, aber ich habe noch keine Idee für Steffi. Vielleicht sind es Fotos. Vielleicht haben wir wirklich Fotos von Veranstaltungen. Und vielleicht ist das auch weniger eine Faszination, sondern mehr, weil da einfach Leute drauf sind, die gestorben sind. So. Und die waren halt aber da, als Steffi sozusagen das erste Mal
in die Queerbar gekommen ist. Naja, vielleicht. Oder zumindest, ja, die waren halt zumindest damals noch da. Hm. Und wahrscheinlich auch schon, also deutlich älter als Steffi zumindest. Und ja, die gibt's halt leider nicht mehr. Nur noch eben in den Geschichten, die Leute erzählen und eben in diesen Fotos, die da hängen. Und das macht sie immer so ein bisschen, also es ist immer so eine Mischung, es ist sowas Melancholisches, dass es einerseits schön ist, also einerseits ist es natürlich traurig, dass die nicht mehr da sind, weil das so jung sollte niemand sterben müssen, so. Aber es ist halt auch schön und wichtig, dass halt die Erinnerung noch da ist und dass auch wirklich immer noch Geschichten über diese Menschen erzählt werden und immer noch irgendwer, weißt du noch damals irgendwie, und auf der und der Veranstaltung und auf der und der Aktion und da haben die das und das gemacht und das ist irgendwie immer noch da. Und so leben die irgendwie immer noch in der Queerbar weiter und es ist immer so bewegend, da bewusst hinzugucken auf diese Fotos. Und ich glaube, wenn Micha am späteren Abend erzählt Micha manchmal Geschichten. Ja. Cool. Nächste Karte, oder? Mhm. Herzkönigin. Dame. Mhm. Zu welchem festlichen Anlass macht ihr meine besondere Veranstaltung in der Queerbar? Ich würde sagen, traditionell ist halt Weihnachten, weil nicht alle Leute haben eine Familie, zu der sie willkommenerweise gehen können und entsprechend machen wir die Bar da auf und Konrad ist auf jeden Fall eine Person, die sich immer für die Weihnachtsschicht meldet. Mhm. Ohne irgendwie groß drüber zu sprechen, was zu Hause irgendwie nicht auf sie wartet, aber eben doch durchaus auch eben als eine so, ja, Offensiv-Single-Person, die halt keine Nestbeziehung hat für Weihnachten, ist das halt auch, also ihr ist das auch wichtig, dass da was passiert. Also sie wird das auch machen, wenn drei Leute kommen. Mhm. Ja. Ja, gibt's ist schön. Blümchen malt immer Weihnachtskarten. Die liegen dann auf dem Tresen aus. Ja. So zum Mitnehmen. Nee, viel schöner, so zum sich gegenseitig schreiben und dann können die aufgehängt werden an so einer Wäscheleine und zu irgendeinem Zeitpunkt gibt es dann vielleicht immer so die, oder kann man mal gucken, ob man eine Karte hat. Gibt es dann irgendwie so einen Film, der dann immer geguckt wird? Keine Ahnung, am ersten Weihnachtsfeiertag oder so ein Traditionsfilm? Also bei mir, wo ich hierher komme, die haben dann immer Casablanca zum Beispiel geguckt. Oh. Das ist dann so eine Tradition, dass das dann jedes Weihnachten läuft. Ja, also können wir machen. Konrad wird auf jeden Fall über Konrad Veit erzählen, wenn wir Casablanca gucken, dass das halt ein Held ist. Sehr wichtig ist halt auch immer, René, wir spielen Last Christmas aus, George Michael ist einfach der Heiliger. Ja. Ja, genau. Genau. Oh Gott. Ja. Jonka, feierst du überhaupt Weihnachten? Nee, aber ich glaube, das ist dann gerade halt auch spannend, weil das, ich stelle mir das halt so vor, ein bisschen over the top, was die Deko betrifft. Ja. Und natürlich alle mögliche Ansammlungen von ich will jetzt nicht sagen Kitsch, aber auf jeden Fall so Deko und so. Bisschen ironisch, vielleicht doch kitschig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ich dann auch einfach mal so nicht queere Familienmitglieder da mitbringe, weil die das einfach mega spannend finden, weil die vielleicht dann nicht so den Bezug dazu hätten.
Und das dann immer so ein Event ist. Und dann bringt man alle, die entweder nicht Weihnachten feiern, weil sie es, keine Ahnung, nicht begehen, oder die, die halt irgendwie in dieser Found Family dabei sein wollen, ne? Die bringt man halt damit. Ja. Ja. Ich glaube, Steffi war ganz. Am Anfang war sie halt immer so dieses, ja, ich fahre halt zu meinen Eltern, das erwarten die halt, und das hat echt lange gedauert, bis sie an den Punkt gekommen ist, zu sagen, aber ich will gar nicht zu meinen Eltern fahren, weil mein wichtiger Bezugspunkt ist eigentlich wo ganz anders, und hat sonst immer nur den ersten Feiertag mitgekriegt, wo wir dann irgendwie offensichtlich für Casablanca gucken, und hatte aber immer so den Abend vorher nicht mitbekommen, und das macht sehr was aus, da dabei zu sein, weil das wirklich so ein, ja, das ist nochmal so eine ganz besondere Art harter Kern, der dann irgendwie da ist, und da kriegt man auch nochmal, jetzt ist auch immer so ein emotionales Wechselbad der Gefühle, und man kriegt irgendwie von Leuten auch nochmal Seiten mit, die man gar nicht kennt, so schöne wie nicht so schöne, so. Und jetzt, ich glaube ihren Eltern erzählt sie manchmal irgendwie, ja, sie müsse irgendwas arbeiten, oder sie müsse, und schiebt irgendwas vor, weil die würden nicht verstehen, wenn sie sagt, ich will halt mit meinen Leuten in der Queerbar abhängen bei Kurt. Und ja, hat immer Ausreden. Und schreibt, glaube ich, Weihnachtskarten. Ja, wenn Jonka da Leute mitbringt, die nicht zum ihren inneren Kreis gehören, merkt man, dass ihr Verhalten sich merklich ändert in der Anwesenheit von denen, oder ist sie da komplett offen und entspannt? Ich denke, sie ist da relativ entspannt, weil diejenigen, die da irgendwie ein Problem mit hätten, die würden nicht hinkommen. So dass sie da auf jeden Fall, also hat vielleicht eine große Familie, und bei denen, wo sie geoutet ist, oder die enge Kernfamilie, die sind da cool, und dann muss sie halt mal sagen, sowas fragt man doch nicht, oder sowas in der Art, wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, die ältere Tante dabei ist und halt wirklich so ganz neugierig ist und mit so großen Augen dann irgendwie so indiskrete Fragen vielleicht auch stellt. Ich finde das gerade echt, sorry. Nee, mach du gerne. Ich wollte gerade sagen, also ich könnte mir jetzt fast vorstellen, weil das so nochmal so ein gutes, schönes Gesamtbild gezeichnet hat, dass das vielleicht schon der Punkt ist, wo wir die Endrunde angehen. Weil ich wäre jetzt der Nächste dran, der ziehen würde, aber ich habe irgendwie gerade gar nicht das Bedürfnis, noch eine weitere Karte zu ziehen, weil ich habe so ein sehr gutes Bild bekommen. Dann lass uns das doch machen, wenn das für alle okay ist. Dann ich denke, ein Slice of Life haben wir bekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zur Endfrage. Das ist die hinter den Karten. Ich habe gerade gemerkt, dass in dem Dokument zweimal die Überschrift Endfrage ist. Die hintere. Und wir beantworten die alle, und du darfst aber anfangen, Michael, wenn du möchtest. Das hätte ich mal bedenken sollen. Ja, du kannst ja auch einfach erstmal nur vorlesen und dann gucken wir, wer zuerst die Idee hat. Ich kann auch gerne darauf antworten. Ja. Jetzt ist es Zeit für einen Blick nach vorn. Was ist dein wichtigster Wunsch für die Zukunft der Queerbar? Und das ist jetzt, glaube ich, auch wirklich ein guter Zeitpunkt vor dem Hintergrund, dass ich jetzt natürlich mit euch da irgendwie gewartet habe, also im Vorfeld dieser Jubiläumsveranstaltung, und vielleicht sind wir dann, haben halt gemeinsam nochmal so in Erinnerung geschwelgt und das Revue passieren lassen, was wir alles erlebt haben. Und ich glaube, was sich Jonka auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass wir noch mehr so in Richtung Bildungsarbeit machen. Also dieses in Schulen gehen, vielleicht ausweiten, vielleicht auch mal am Wochenende einen Workshop anbieten. Und
Also einfach die Erfahrungen, die sie da gemacht hat in den letzten Jahren auch weitergibt. Und so halt die Queerbar und das Publikum auch am Leben erhält. Ich denke, Blümchen wünscht sich, dass es bei Kurt einfach noch sehr, sehr lange gibt. Weil das im Moment so auch mit, also wirklich ein Familienersatz ist, weil es gibt ja bestimmt einen Grund, weshalb sie nicht Weihnachten zu Hause feiert, sondern halt in der Bar. Und dass ihr ja die Gemeinschaft oder die Community da einfach mithilft, sich noch besser kennenzulernen und auch ja, so ein bisschen ins Reine zu kommen. Also einfach auch da ist. Genau. Mhm. Und natürlich, dass sie sich weiter einbringen kann im Barteam in unseren Absprachen und für den kreativen Teil anerkannt wird. Ich überlege gerade, Steffi hat, glaube ich, total pragmatische Wünsche, also irgendwie, dass sich das Verhältnis mit den NachbarInnen bessert und dass wir da nicht immer diesen Stress haben wegen dem Lärm und dem Rauchen und all diesen Dingen und dass wir da irgendwie eine Lösung finden, die irgendwie länger funktioniert als ein paar Wochen oder ein paar Monate und hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen und dass wir irgendwie hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, ich sag mal, so den Papierkram irgendwie im Hinterkopf. Sind alle Genehmigungen up to date? Haben alle, die da irgendwas machen, die richtigen Zettel, die sie brauchen, um das zu machen und nicht, dass da irgendwer die Queerbar gefährdet. Das ist so diese eine Geschichte und ich glaube, ihre andere Geschichte ist, dass sie dass es die Queerbar halt weitergibt und dass sie selber da mehr so Momente hat, wie an diesem Abend, wo alle verkleidet waren und sie irgendwie dann doch nicht so. Und dass andere Leute auch solche Erfahrungen machen können. Und ihr ist, glaube ich, gar nicht so richtig klar, wie man das macht, dass das so passiert. Aber das ist für sie eine wichtige Motivation. So. Und wahrscheinlich wird sie eine Internetseite machen für die Bar. Mit Termin. Wikipedia-Eintrag. Wikipedia. Wann gibt es eigentlich Wikipedia? Ja, Konrad hat, glaube ich, also ist ja halt eben viel im Nachtleben unterwegs, möchte eigentlich gar nicht, dass die Bar sich groß verändert. Also die Wünsche sind dann eher so ein, hey, ich möchte da immer wieder hin zurückkommen können, weil es ist so der Ort, wo ich mich zu Hause fühle oder wo ich immer hinter der Theke stehe und dann meine Leute vorbeikommen und so. Also das ist halt auf jeden Fall dann so einfach diese Konstante erhalten bleibt, aber eben halt auch, weil sie in andere Bars geht und halt auch mal bei den Leuten ist, wo die ganze Zeit in Biergläser gestarrt und Marianne Rosenberg gehört wird, weiß sie eben auch, dass es da eben auch Brüche in der queeren Szene gibt und Verluste, aber ja. Für sie ist halt auch okay, wenn das jetzt halt der Ort ist für uns und wenn wir irgendwann die Marianne Rosenberg-Leute sind und oder irgendwann sich niemand unseren Namen erinnert, weil wir eben praktisch der Kurt von der neuen Generation sind, das ist auch okay. Also es darf sozusagen, also wir müssen nicht versuchen, die Bar für Leute so zu verändern, dass sie für uns nicht mehr passt, weil das ist halt auch... Darum geht es ja nicht. Es ist ja letztlich ist die Bar für uns und nicht für eine vage Community, die wir nicht kennen für die Zukunft irgendwann. Ja. Ja, so ein schönes Schlusswort, ne? Ja. Ja.
Dann lese ich jetzt noch den Abschnitt vor mit nach dem Spiel. Sterne und Wünsche. Macht nach dem Spiel eine Abschlussrunde, in der alle mindestens ein persönliches Highlight aus der Sitzung nennen. Ihr könnt auch Wünsche für zukünftige Spielrunden von Viva la Queerbar nennen. Natürlich könnt ihr euch auch danach noch weiter über eure Spielerfahrungen austauschen oder einfach so Zeit miteinander verbringen. Und wir haben vor dem Stream gesagt, dass wir zumindest die öffentlichen Stars and Wishes auch öffentlich machen. Und dass der Chat natürlich auch Gelegenheit hat. Ihr dürft auch eure Stars und also insbesondere eure Stars dalassen, eure Sterne, was euch gefallen hat. Und genau. Hat schon jemand was? Also ich habe zumindest was, was mir währenddessen schon aufgefallen ist. Ich fand diesen, also wir haben ja gesagt, so, es soll nicht alles heiterkeiter Sonnenschein sein, so, aber jetzt auch nicht irgendwie alles super dramatisch und schlimm. Und ich finde, das hat sehr gut geklappt. Und ich fand total schön auch diesen Wechsel zwischen Situationen und Beschreibungen, die lustig waren und wo man irgendwie halt wirklich grinsen und lachen musste, irgendwie so. Oder teilweise auch so ein bisschen über die Personen. Und trotzdem gab es halt auch die Momente, wo es dann irgendwie mal ernst war oder einfach so, wie es im Leben halt ist, nicht alles immer schön ist oder auch mal traurig ist. Und ich finde diesen, so beide Seiten, fand ich, haben einfach wirklich gut und stimmig da gepasst. Genau, das war so mein Highlight. Ja, schön. Ja. Abgesehen von 1000 einzelnen Storys. Ja, auf jeden Fall Stars für René würde ich geben. Das ist eine wichtige Figur. Ja. Also, ja. Genau, also Stars und Shay für René, also für wirklich halt einen NPC, der das Ganze mitgetragen hat. Ich möchte auch Stars an Michael geben, dafür den, ja, sein Charakter halt eben flawed darzustellen und eben das anzunehmen, diesen Moment. Auch Stars an Andrea halt, zum einen für das Schreiben des Spiels, weil das hat das insgesamt vom Regelwerk und so. Und an Sandra direkt, ja, auf jeden weiterleitet. Fall. Ja. Genau, an euch beide Stars, ja, dafür, dass ihr das, ja, Spiel geschrieben habt, ja, weil das Regelwerk hat uns hier, glaube ich, gut durch den Abend geleitet. Da möchte ich auch sagen, dass ich sozusagen am Anfang hatte ich ein bisschen mit diesem hier, wie komme ich in den, sozusagen in den Charakter rein, bevor er existiert und sowas, aber es hat sich halt sehr so ergeben, dass ich relativ schnell halt ein Bild hatte, als es dann soweit war, dem Ganzen eben eine festere Form zu geben. Also hat cool funktioniert. Die Fragen auch alle eben griffig, aber auch eben an Andrea nicht als Designerin, sondern als Spielerin Stars dafür, dass du eben tatsächlich dieses den Aspekt von der Vergangenheit mit eben, es gibt hier Leute, die in der Community gestorben sind, mit den Fotos nochmal reingebracht hast. Das fand ich auch einen wichtigen Moment, auch um das Ganze zu grounden und einzubinden und eben auch, ja, zu erklären, warum es da eben so einen Generationenbruch gibt und man eben Kurt nicht mehr kennt. Mhm. Oh. Ja, danke dir. Ich mach mal weiter. Ja, gerne. Ja, also mir hat das super gut gefallen. Wir haben, glaube ich, sehr gut den Ton getroffen, den wir uns im Vorfeld überlegt hatten. Und ich kann das eigentlich auch nur wiedergeben, dass es halt wirklich gut war, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, sondern halt auch, da sind auch Dinge passiert oder Leute sind gestorben, sind nicht mehr da, ne? Und mir hat besonders gut gefallen, dass halt dann auch dieses ältere Butch-Paar da war, die so ein bisschen Butch-Fem, älter, Butch-Fem, die auf jeden Fall so als Elder Queers noch ein bisschen, also dass du nicht nur die jungen Leute hast, sondern für alle offen und dass sich die Charaktere auch entwickelt haben, also gerade so mit Blümchen und mir hat besonders gut gefallen, wenn wir dann halt mal so Querverbindungen hatten, ne? Also das war der Moment, wo du gemerkt hast, dass du aromantisch bist, ne? Sowas in der Art. Oder einfach, wie wir uns dann so die Bälle hingeworfen haben, also, okay,
als Andrea meinte, so, ja, vielleicht bin ich die andere Steffi oder ich weiß nicht, was Jasmin das vorgeschlagen, aber das hat sich halt so auch so gut ergänzt und dann hat man so mal beide Figuren gesehen und so. Was ich halt wirklich auch einen großen Gewinn finde, und das ist jetzt eine Änderung, als wie ich das ursprünglich in der ganz ursprünglichen Fassung erlebt habe, diese Endfrage. Dass man jetzt halt dann sagt, okay, es geht nicht darum, irgendwie so, bleibt man oder geht man, oder gibt es irgendwie einen Konflikt und wie wird der gelöst sein? Das ist schon passend zur Stimmung. Was wünschst du dir und was ist die Entwicklung? Und das finde ich einfach richtig gut gelungen. Und als Dankeschön. Wünsche, ich glaube, ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass man das auch als Worldbuilding-Tool zum Beispiel einsetzen kann. Also du spielst halt einfach mal eine Session lang das und dann hast du eine Location und dann hast du ein paar NPCs irgendeinem beliebigen System. Oder du hast dann PCs, die dann in die Welt gehen und irgendwas machen. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Daher vielen Dank, dass ich mit euch spielen durfte. Schön, dass du da warst. Also schön, dass ihr alle da wart und schön, dass wir bei Shay spielen durften. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll vor lauter Stars. Ihr habt schon ganz viel gesagt. Ich fand es total schön, nachdem ich jetzt viele Queerbars gespielt habe, die sehr, sehr fantastisch gewesen sind und sehr abgespaced oder futuristisch oder magisch. Fand ich es total schön, wirklich mal was zu spielen, was sehr, sehr alltagsnah gewesen ist, wo ich auch viel Aspekte wiedergefunden habe, eben aus meinem eigenen Queerbar-Leben, was tatsächlich auch Mitte der 90er sozusagen angefangen hat. Und da eben auch Dinge einbauen konnte, ohne sie jetzt eins zu eins einfach nur Geschichten von damals zu erzählen. So. Ich fand unsere Charaktere alle total interessant. Ich fand es total schön, dass wir, ja, einfach auch so Michael, was du schon gesagt hast, also diese Verbindungspunkte zu haben, wo man dann gemerkt hat, ach ja, guck, da haben wir eine gemeinsame Geschichte oder da haben wir dann einen Kontaktpunkt gefunden, wo wir was gemeinsam haben oder da haben wir halt, sind wir total unterschiedlich und das ist halt irgendwie relevant und fand das, ja, fand, wir hatten auch eine schöne Mischung an Fragen, irgendwie persönliche Sachen und Barsachen und schwierigere Sachen, also konfliktreichere Sachen und lustigere Sachen. Das fand ich auch irgendwie, hat sich sehr rund angefühlt. Und ich bin persönlich total froh, dass ich für Steffi noch was gefunden habe, wo Steffis Wohlfühlbereich ist, weil ich die ganze Zeit dachte, ach Mensch, die soll noch irgendwas finden, wo es ihr gut geht und zwar so richtig ohne Einschränkungen und freue mich total, dass es dann so gepasst hat mit der Frage. Genau. Genau. Und ich möchte auch gerne aus ganz, ganz persönlich noch einen Stern verteilen für Micha und Gabi und so dieses Andocken an, also gerade eben auch, dass es ein altes Butch-Femme-Paar gewesen ist und da dieses Andocken und sozusagen das ganz nebenbei noch erklären, was Stone ist. Das fand ich total schön. Was in diesem Spiel einfach auch häufig passiert, ist, dass halt Leute wirklich eigene Sachen einbringen und entweder von sich selber oder eben Sachen erklären oder und Miau, das ist einfach miau. total. Es war heute auch einfach wieder sehr, sehr cool. So, und dass es aber eben keine Voraussetzung ist, um das spielen zu können. Und ja. Hat mir sehr gut gefallen und fand das eine sehr schöne Runde mit euch. Vielen Dank dafür. Danke euch. Ja, So. das muss ich noch ergänzen, weil Micha und Gabi fand ich nämlich vor allem toll, dass Steffi eben nicht dann auch dieses gesagt hat, ich eine Seite hier oder da, sondern auch, dass es eben nicht nur Femme und Butch gibt, sondern eben auch, okay, ich habe vielleicht beide Teile oder gar nichts davon und mach mal, also so, ne? Einfach eine ganz große Varianz aufgezeigt wird. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Jetzt haben wir hier noch
Gäste bekommen. So zum Abschluss. Ja. Ja. Ich komme gerade hier in die, sozusagen in die letzte Runde mit reingelaufen. Ja. Genau. Aber was, Michael, was du gesagt hast mit der Endfrage, da haben wir in dem Talk am Freitag ein bisschen mehr zu erzählt. Also wer jetzt da nochmal irgendwie mehr so zum Design hören, was hören will, nachdem ihr euch jetzt das Spiel sozusagen angeguckt habt, ist das auf jeden Fall auch eine coole Sache, um das nachträglich anzugucken. Und ich habe auch gesehen, es ist irgendwie jetzt auch schon auf YouTube. Mhm. Das ging bei mir alles in den letzten Tagen ein bisschen unter, weil ich halt nur Computerstress hatte und deswegen hier auch irgendwie mit komischer Beleuchtung sitze und mich durchwurschteln muss. Aber das lohnt auf jeden Fall, da auch nochmal reinzugucken, weil da sind Sandra und ich beide da und waren bei Shay und Shay hat uns Fragen gestellt und wir haben aus dem Design-Nähkästchen geplaudert und das ist bestimmt jetzt im Anschluss auch nochmal spannend, das anzuhören oder anzugucken. Definitiv. So. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt, wenn man es öfter spielt, einfach, ich glaube, dass das so viel auch ausmacht, natürlich mit dem Setting. Und mit wem man spielt, weil ja doch irgendwie jede Person nochmal eigene Aspekte ja auch mit reinbringt. Ja. Also ich glaube, es ist einfach jedes Mal wieder spannend, deswegen muss ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Ja. Und du kannst einfach auch jedes Mal eine andere Person selber spielen. Ne? Ja, also du hast, selbst wenn du das gleiche Setting nimmst, wenn ich jetzt irgendwie wer anders bin, René? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bernd gewesen wäre anstatt Steffi, und selbst wenn ich nur dieses eine Detail geändert hätte und ansonsten die gleiche Person gewesen wäre, wäre es halt eine andere Geschichte geworden und andere Figur gewesen. Und Ja, wenn ihr mit uns, also Plotgame-Leuten, Spiele in queeren Räumen spielen wollt, wir haben da unregelmäßige Reihe am Laufen auf unserem Discord. Da kann es durchaus sein, dass ich demnächst wieder was facilitate. Ob es die Queerbar wird oder Every Order Supplies to Fuck Each Other, muss ich noch entscheiden, aber ich sehe mich diesen Monat auf jeden Fall da noch was anbieten. Ja. Ich wollte noch fragen, am Ende gibt es dann ein Ergebnis der Abstimmung? Oh, stimmt, genau. Was ist denn die Abstimmung? Ich glaube, es wurde gar nicht mitgezählt, für Schickhürt gestimmt. Schickhürt. Aber Jasmin ist bei Kurt. Ja, ich bin auch bei Kurt, das aber ich weiß nicht, ob wir abstimmen dürfen. Ah, nee, stimmt. Doch, hier, und Big Noss sagt, sehe in Leuchtschrift Nasas. Ja. Also gut, dann haben wir eine Stimme für alles, dann enthalte ich mich. Schickrömer. Ah, nee, bei Kurt oder Schickhürt. Naja, es ist alles mit dabei. Es bleibt wohl so vielfältig. Ja. Muss alles auf dem Flyer auch abgedruckt werden. Oh Gott. Nicht zu vergessen, das Auge. Stimmt, wir hatten heute gar nicht die Frage mit den Flyern. Mhm. Dafür müsst ihr dann das Spiel decken. Genau, wie viele Fragen hatten wir heute überhaupt? Dann kann ich euch nämlich erzählen, was ihr alles nicht mitgekriegt habt. Also wie viele Fragen ihr nicht mitgekriegt habt. Wir hatten irgendwie 20, wenn ich das richtig sehe. Wenn jetzt nicht nur irgendwer geklickt hat. Ja, das hat immer diese kleine Zahl oben an der Ecke. Ja, 20. Und das heißt, es gibt noch 32 Fragen, die wir gar nicht hatten, die ihr noch entdecken könnt, wenn ihr das Spiel selber spielt oder lest oder nochmal einen anderen Stream anguckt. Ich liebe hier die Frage mit dem schlechten Rat ziemlich. Was ist der schlechteste Rat, den du bekommen hast? Ja, das ist schon super. Sehr gute Frage. Ja, ne? Ja. Ich muss auch immer wieder sagen, ich bin. es gibt auch Fragen, die finde ich einfach jedes Mal wieder gut. Muss ich auch als Co-Designerin einfach mal sagen, wir haben einfach gute Fragen geschrieben. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir für heute. Vielen Dank euch drei, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war super cool. Danke für die Einladung und fürs Mitspielen. Danke euch. Ja, sehr gern. War mir doch eine Freude. Auf jeden Fall. Ja, ja, vielen Dank. Gerne wieder. Ja, genau. Und danke an den Chat, das tatsächlich, es wurde, ja, wir haben sehr viel Links heute geschrieben, aber es waren sehr, sehr viele da, die gar nicht unbedingt mitgeschrieben haben. Deswegen danke, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und viel Spaß für alle, die es auf YouTube machen. Auf jeden Fall, genau. Und schreibt nette Sachen in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt eure Stars und Wishes in die Kommentare. Ja, dann genau. Freuen wir uns. Ja, ich lese die dann auch. Versprochen. Ja, das Passwort ist auf jeden Fall bei Kurt, wenn ihr
Zeigen, wenn sie dabei wart. Schreib einfach per Code. Genau. Ja. Team Schick hört. Stimmt ab in den Kommentaren bei YouTube. Damit wünschen wir alles euch einen, für den Algorithmus. Einen wunderschönen guten Abend und eine wunderschöne gute Nacht. Genau. Tschüss ihr, tschüss Chat, tschüss YouTube-Guckende.